Good morning, everyone. It's a little loud. Guten Morgen zusammen. Es kommen immer noch Leute in den Raum, aber es gibt viel zu besprechen und nicht sehr viel Zeit. Deshalb fangen wir jetzt an. Es gibt eine kurze Vorstellungsrunde. Danach gibt es einige einleitenden Bemerkungen und dann gibt es dann noch ein bisschen was zur Logistik der Sitzung. Wir haben Daniela Brunstrup hier vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Ganz recht, natürlich ist Deutschland das Gastgeberland dieses Jahr und sie ist die mitleitende. Guten Morgen, meine Damen und Herren, und erst einmal ein herzliches Willkommen des Gastgeberlandes hier. Wir freuen, dass Sie alle hier sind und sind überwältigt von der Teilnahme. Wir sind wirklich sehr froh, dass wir das Austragungsland für das IGF 2019 sind. Deutschland ist ein starker Befürworter des Multi-Stakeholder-Ansatzes und wir haben versucht, all die Gruppen zu erreichen, die bisher nicht so stark repräsentiert waren. Die deutsche Regierung unterstützt auch die Arbeit des hochrangigen Panels für digitale Zusammenarbeit. Und für die deutsche Regierung würde ich Ihnen gerne danken für Ihren Beitrag und für Ihre Unterstützung für den weiteren Prozess bei dem Bericht des hochrangigen Panels. Ich denke, Sie wären nicht hier, wenn Sie sich alle einbringen wollten für die Zukunft des IGF. Der Bericht wurde im Juni dieses Jahres veröffentlicht und das hat einen Prozess angestoßen. Wir haben Feedback von allen Interessengruppen bekommen, von der Regierung, den Unternehmen, der Technikgemeinschaft, der Zivilgesellschaft und Organisationen. Alle haben sich eingebracht in den letzten Monaten. Es gab einen Online-Konsultationsprozess bei dieser Hauptsitzung und eine Synopsis kann man online einsehen. Also die Ergebnisse sind bereits online. Auch andere haben sich eingebracht. Ich möchte auch Eurodig nennen. Die Ergebnisse von Eurodig werden am 28. November vorgestellt werden. Das ist jetzt Tag 1 des IGF 2019 und wir erwarten weitere wertvolle Beiträge und auch Kommentare von Ihrer Seite. Ich freue mich sehr auf unsere jetzige Diskussion. Deutschland wurde von der UN beauftragt mit der Koordinierung des Prozesses für Empfehlung 5. Also wir sind der sogenannte Champion. Das andere Land werden die Vereinigten Arabischen Emirate sein. Was bedeutet das also? In den nächsten Monaten werden wir versuchen, alle Stimmen mit einzubeziehen und alle Interessengruppen an Bord zu bekommen. Ihre Beiträge sind sehr wichtig eben für diese Arbeit des runden Tisches. Nur wenn alle an Bord sind, können wir einen globalen und inklusiven Dialog schaffen. Wir werden konkret darüber sprechen, was die Architektur der Internet Governance aussehen, wie die Internet Governance aussehen soll und was mit Empfehlung 5 passieren soll. Darüber werden wir auch im Detail sprechen. Wir hoffen, dass wir auch konkrete Lösungen zu den dort formulierten Fragen finden können. Meine Damen und Herren, ich möchte Sie alle einladen, im Konsultationsprozess sich in den Konsultationsprozess einzubringen und am Dialog teilzuhaben. Ich freue mich jetzt auf die heutige Diskussion. Also noch einmal herzlich willkommen und vielen Dank. Vielen Dank, Daniela. Ich denke, wir beenden jetzt die Vorstellungsrunde und dann wird Fabrizio Hochschild etwas sagen. Fabrizio Hochschild ist beauftragt mit der Vorbereitung des 75. Jahrestages der UN und ist auch vom UN-Generalsekretär beauftragt, sich um neue Technologien zu kümmern. Er wird einige Aspekte seiner Arbeit gleich vorstellen.
Wir haben auch Benedicto Fonseca hier. Sie kennen ihn wahrscheinlich, denn er ist einige Jahre schon aktiv in diesen Diskussionen zum IGF. Benedicto vertritt hier nicht die Regierung von Brasilien, sondern er ist hier, um auch seine Erfahrung weiterzugeben von der Arbeitsgruppe zur verbesserten Zusammenarbeit von der UNCTAD. Und ich bin Lynn Santamur von der Multi-Stakeholder-Beratungsgruppe. Ich bitte jetzt also Fabrizio Hochschild ans Podium zu treten und seine Bemerkungen zu geben. Wir werden Ihnen hier noch ein bisschen das Setup erklären. Also der Prozess begann im Jahr 2015 für die Konsultation des Weltinformationsgipfels. Wir haben also die Leute gebeten, sich in ihre Interessengruppen aufzuteilen, also sich auch so hinzusetzen, um eben so auch Zugriff auf die Mikrofone zu bekommen. Und wir werden also von einer Seite zur anderen gehen. Wir haben natürlich auch die Möglichkeit einer Online-Teilnahme. Das ist die fünfte Stakeholder-Gruppe. Also es gab ein paar Kommentare. Sie können sitzen, wo Sie wollen, aber wenn Sie das Mikrofon ergreifen wollen, dann sollten Sie das nehmen, das für Ihre Interessengruppe vorgesehen ist. Und natürlich, wenn Sie sprechen, stellen Sie sich kurz vor. Wir versuchen jetzt also sicherzustellen, dass alle nur 2,5 Minuten sprechen. Wir haben also um 12:30 Uhr müssen wir uns vorbereiten auf die nächste hochrangige Sitzung. So viel Zeit haben wir also und die wollen wir auch nutzen. Also die Logistik besprechen wir gleich noch einmal genauer, aber zuerst möchte ich jetzt abgeben an Fabrizio Hochschild. Guten Morgen zusammen. Es ist schön, hier zu sein, in diesem gemütlichen kleinen Raum. Dann bedanken. Es ist wirklich ganz toll, wie das alles organisiert worden ist und wie breit und weitläufig die Einladungen waren. I'm honored to be. Ich fühle mich sehr geehrt, dass ich diese Diskussion moderieren darf. Und Lynn haben wir auch hier auf der Bühne. Und 4 Jahre lang hat sie schon sehr viel Arbeit geleistet, freiwillig, bei der Leitung auch der MAG. MAG hat es schon angesprochen. Wie bereits angesprochen von Lynn, wir versuchen, dieses IGF zu nutzen, um Feedback für den Bericht des hochrangigen Panels des UN-Generalsekretärs zu bekommen. Das Ziel des Berichts entspricht auch den Zielen des IGF. Es geht um die Stärkung der Zusammenarbeit in der digitalen Welt zwischen relevanten Stakeholdern, also Regierungen, Unternehmen, Zivilgesellschaft, internationalen Organisationen und der Technologiegemeinschaft. Natürlich gibt es schon lange Zusammenarbeit, noch in anderen Foren als dem IGF. Ich denke, dieses Panel wurde einberufen, denn der UN-Generalsekretär hatte das Gefühl, dass die Zusammenarbeit noch nicht so gut ist, wie es die Herausforderungen erfordern. Er glaubt, dass die digitale Zusammenarbeit absolut notwendig ist, damit eben die Vorteile der digitalen Technologie ausgeweitet werden können und dass die Risiken eingedämmt werden. Internationale Zusammenarbeit ist eine Sicherung, um sicherzustellen, dass es Interoperabilität gibt und dass es auch Zugang gibt zu Technologie in allen Ländern. 3,66 Milliarden Menschen haben immer noch keinen Zugang zum Internet, aber immer mehr Menschen bekommen Zugang. Und wir sehen, dass es einen größeren Bedarf gibt für Sicherheitsmaßnahmen und auch für den Schutz der Privatsphäre und zum Schutz der freien Meinungsäußerung und auch für den sozialen Zusammenhalt.
Die meiste Arbeit hängt natürlich ab von nationalen und regionalen Rahmenwerken und politischen Maßnahmen. Aber diese Technologien, also durch ihre Art, ignorieren sie Grenzen, sie sind transnational. Und alle hier in diesem Forum versuchen, dies auch so zu erhalten oder um diese globale Natur dieser Technologie zu erhalten. Also damit es möglichst effektiv ist und damit die Risiken minimiert werden, müssen die normativen Anstrengungen auf regionaler, nationaler Ebene komplementiert werden durch internationale Anstrengungen. Ein fragmentiertes Internet könnte eben dieses sichere und offene Internet unterminieren, so wie es die Gründervater erdacht hatten. Im September gab es verschiedene Erklärungen und der Generalsekretär und Eric Schmidt, der Vorsitzende von Alphabet und Brad Smith, sie alle sagten, dass es eben diese Fragmentierung des Internets gibt und es gibt das Risiko, dass es zwei Teile gibt, also ein Ansatz der USA und ein Ansatz von China. Also wir sehen eben diese Fragmentierung der Rahmenwerke. Die USA und China und Russland haben alle verschiedene Regelungen und Normen und Standards. Zusätzlich dazu gibt es auch eine Tendenz, sicherzustellen, dass sich die Finanzzentren in bestimmten Ländern befinden. Wir können es uns nicht leisten, diese Gefahr einer Fragmentierung zu erliegen. Wir brauchen das freie und sichere Internet und auch unsere Fähigkeit, gute Leitlinien zu setzen, ganz besonders auch, damit die benachteiligten Gruppen mit eingeschlossen werden. Und es ist absolut unabdingbar, dass die Vorteile der digitalen Technologie für alle genutzt werden. Und dass wir keine Dystopie aufbauen rund um die digitale Technologie. Wir brauchen deshalb einen Ansatz, der die Risiken adressiert, und zwar auf konstruktive Art und Weise, sodass die Vorteile maximiert werden. Ich möchte ein Beispiel geben, wo es schon internationalen Konsensus gibt, nämlich im Bereich Missbrauch von Kindern im Internet. Es gab im September einen Artikel in der New York Times, der war auch sehr fundiert. Aber in diesem Artikel hieß es, dass die Zahl der Berichte zu Missbrauch im Internet und zu den dargestellten Bildern sehr stark angestiegen sind. Und zwar sehr viel mehr, als das Internet gewachsen ist. Im Jahr 1988 gab es 3000 Berichte zu kinderpornografischen Bildern im Internet. Und letztes Jahr haben die Internetunternehmen gesagt, dass es 45.000 Videos und Fotos gab, die Missbrauch darstellten. Das ist mehr als doppelt so viel wie im Jahr davor. Es ist also ein Bereich, wo es einen Konsens gibt über die Grenzen hinweg, einen Konsens über die verschiedenen Interessengruppen. Also es gibt die Notwendigkeit für mehr Kontrolle. Und für mir zeigt das, wie wenig wir eben diesen Sicherheitsleitlinien, die wir brauchen, gerecht werden. Und das gilt ganz besonders auf internationaler Ebene. Unsere internationalen Mechanismen der Zusammenarbeit sind noch nicht so ausgefeilt, wie sie sein sollten, um diese Herausforderungen zu adressieren. Die internationale Zusammenarbeit steckt noch in den Kinderschuhen.
die Regierungsaufsicht in diesen Bereichen ist sehr schwierig, das wissen wir auch. Und die Gesetzgebung hinkt oft hinter der Technologie zurück. Zusätzlich gibt es ein Klima des stärkeren Nationalismus und der Isolation. Und internationale Kooperation wird weniger, ganz besonders jetzt in einer Zeit, wo wir eigentlich mehr brauchen würden. Ganz besonders auch, um die disruptiven Auswirkungen digitaler Technologien anzugehen, aber auch um andere Herausforderungen anzugehen, wie zum Beispiel Klimawandel. Es ist auch notwendig, die geografischen Diskrepanzen anzugehen, um die Möglichkeiten zu nutzen, die uns digitale Technologien geben, und dass wir auch größere Anstrengungen unternehmen, um auch die Perspektiven des globalen Südens mit einzubeziehen. Die 28 europäischen Länder haben eine Konnektivität von 90%. In den am wenigsten entwickelten Ländern, also Länder, die das meiste gewinnen oder verlieren können durch die Konnektivität, ist die Konnektivitätsrate nur bei 20%. Das ist also nur etwa ein Viertel. Der Preis für den Zugang und die Zentralisierung von Daten und die Infrastruktur, die nötig ist, kann gestärkt werden, wenn wir aktuelle Tendenzen verfolgen und wenn wir, und das kann auch zu einer stärkeren Abhängigkeit von den Entwicklungsländern führen. Es gibt auch eben eine Diskussion zur Ordnungspolitik. Viele Menschen hier im Raum sind immer noch aus den Industrieländern, obwohl es gerade die Entwicklungsländer sind, die gewinnen können durch die neue Technologie. Ich möchte hier noch einmal sagen, dass Deutschland sehr viel unternommen hat, um sicherzustellen, dass dieses IGF wirklich alle Menschen aus aller Welt zusammenbringt. Und das geht auch über die Länder hinaus, die normalerweise die Teilnahme dominieren. Und wir hoffen, dass auch Gastgeberländer in der Zukunft das ebenso tun. Das IGF hat große Fortschritte gemacht, aber ich glaube, wir dürfen uns nicht auf das beschränken, was aktuell erreicht wurde. Wir müssen auch weiterhin versuchen, die Teilhabe weiter zu erhöhen, auch die Teilhabe von Frauen und von anderen Gruppen, die traditionell unterrepräsentiert sind in der Technologiedebatte. Die Hauptsitzung ist eine große Chance für verschiedene Interessengruppen und geografische Gruppen, ihr Feedback einzubringen, auch zu diesem Bericht zur digitalen Kooperation und auch ganz besonders zur Empfehlung 5a und b zur digitalen Kooperation. Der UN-Generalsekretär ist dazu aufgerufen, einen Prozess einzuleiten, der die digitale Zusammenarbeit verbessert. Das Ziel ist auch, dass ein digitales Engagement für digitale Zusammenarbeit gibt, wenn die UN nächstes Jahr 75 wird. Es geht um geteilte Werte und um ein gemeinsames Verständnis, gemeinsame Ziele für eine verbesserte digitale Zusammenarbeit und eine verbesserte Architektur. Der UN-Generalsekretär wird möglicherweise auch einen Technologiebeauftragten ernennen. Es werden drei mögliche Architekturen für die digitale Zusammenarbeit genannt in diesem Bericht. Zuallererst einmal das Internet Governance Plus Forum, der eben den Multi-Stakeholder-Ansatz stärkt und eine Architektur vorschlägt, indem es eine Aufsichtsstelle gibt und eine Plattform, die dann zu besseren Ergebnissen führt und politische Unterstützung leistet gegenüber denen, die sie brauchen. Dann gibt es eine sogenannte dezentralisierte Architektur, in der bestehende Mechanismen aufgegriffen werden und die horizontale verteilte Netzwerke nutzen. Eine bestimmte Taskforce hat hierzu beigetragen. Die ICANN war auch involviert und die
I3E. Und hier ging es um die Entwicklung von Standards und Normen, also eine sehr dezentralisierte Struktur. Die dritte Option, die im Bericht genannt wird, ist eine Architektur der digitalen Gemeingüter. Es gibt eine lose Koordinierung durch die UN. Die internationale Gemeinschaft versucht hier Prinzipien vorzulegen und eine funktionelle Zusammenarbeit voranzutreiben, um eben bestimmte Bereiche als digital, als Gemeingüter herauszustellen und so dann eben Dialog zu fördern in einem globalen und normativen Rahmen. Um Ihnen einen Einblick zu geben, welche Diskussionen aktuell laufen zu den Empfehlungen 5a und b, also wir haben zum Beispiel Kommentare von 500 verschiedenen Interessenträgern aus der Zivilgesellschaft, Regierung und so weiter. Also wir haben viel Feedback bekommen von mehr als 100 Stellen. Was da klar war, war, dass bei den beim Regierungsrahmen, dass es da eine Kontroverse gibt. Verschiedene Meinungen. Einige haben Angst, dass ein internationaler Rahmen möglicherweise also eingreifend sein könnte und auch in freie Märkte eingreifen könnte. Und dass eben dadurch die freie Struktur des Internets verloren gehen könnte. Andere Gruppen hätten gerne eine stärkere Internationalisierung ihres eigenen Ansatzes durch die Hilfe von Regulierung, ganz besonders, wenn es um den Schutz geht, den Datenschutz. Andere machen sich auch Sorgen, dass die internationale Politik eingreifen könnte in die Regulierung, ganz besonders in der aktuellen Atmosphäre, wo es sehr viel Misstrauen gibt und wo es sehr viel Skepsis gibt über die Fähigkeit, einen internationalen Rahmen zu gestalten. Es gibt also sehr viel Zweifel über den guten Willen bei denen, die eben so etwas vorschlagen. Ich glaube, hinter diesen verschiedenen Meinungen sieht man eben auch, dass es ein so ein bisschen eine Verdrossenheit gibt in Bezug auf internationale Ansätze. Selbst kleine Organisationen, die eigentlich viel zu gewinnen haben durch den Schutz eines internationalen normativen Rahmens, wägen eben die Vor- und Nachteile ab und haben und versuchen da so ein bisschen sich zurückzuhalten in diesen Zeiten des Streits. Also wenn wir Fortschritte erzielen wollen und wenn wir alle dahingehend übereinstimmen, dass wir internationale Schutzmechanismen brauchen, um eben ein universelles, globales Internet zu fördern. Also wenn wir glauben, dass das wertvoll ist, dann brauchen wir neue Anstrengungen durch alle Interessengruppen. Wenn wir die Dinge einfach so laufen lassen, wie sie aktuell laufen, dann wird es so sein, dass die Anstrengungen des UN-Generalsekretärs und der Technologieunternehmen sich bewahrheiten und viele Diskussionen mit den Mitgliedstaaten hat es gegeben. Und was ich oft gesehen habe, was etwas komisch war, ist, dass man oft nicht nur die Kosten von Aktion gegen die Kosten von Inaktion abgleicht, sondern die Kosten von Inaktion verglichen mit dem, was ideal wäre. Und wenn wir eben abwägen, was möglich wäre durch internationale Verhandlungen und Diskussionen und Kompromisse, wenn wir das abwägen gegen regionale oder nationale Ideale, dann wird
immer weniger herauskommen in den Verhandlungen. Aber ich denke, was man vergleichen sollte, ist nicht ein Vergleich mit dem Idealen, sondern eben die Kosten, die die zukünftigen Generationen zahlen, wenn wir jetzt nichts tun. Ich hoffe also, dass wir dieses Forum nutzen können, um Mechanismen zu finden, wie wir die internationale Architektur stärken können. Die Umsetzung und die Entwicklung von den Empfehlungen 5a und b an sich ist nur ein kleiner Schritt, nur ein kleiner Beitrag zu dem Aufbau solch einer Architektur. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass sie einen wichtigen Beitrag leisten können. Und wir glauben, dass die Kombination mit den Anstrengungen, die im Rahmen des 75. Geburtstags unternommen werden, was so ein bisschen einmal ein Bilanzziehen ist dessen, was in den letzten Jahren in der Geschichte der UN passiert ist und einmal sich anschaut, wie die internationale Zusammenarbeit verbessert werden kann, um die aktuellen Herausforderungen zu lösen. Ich glaube, dass eben der 75. Geburtstag und dieser Reflexionsprozess, der angestoßen wurde, sehr zeitgemäß ist und dass das gut zusammenpasst mit der Revitalisierung der Anstrengungen zum Erhalt eines freien, sicheren und globalen Internets. Deshalb freue ich mich jetzt sehr auf Ihre Kommentare zu diesen Empfehlungen. Und wir werden alles tun, was wir können, um sicherzustellen, dass diese Empfehlungen auch umgesetzt werden, im Einklang mit den Kommentaren, wie wir erhalten. Also vielen Dank noch einmal für Ihre Zeit. Es möglich gemacht zu haben, dass wir alle hier sein könnten. Thank you. Wenn wir jetzt die Regie darum bitten könnten, die zwei Folien aufzuspielen, damit wir einmal sehen können, was zum einen der Zeitplan für heute ist und dann auch Auszüge aus dem entsprechenden Bericht. Wir werden jetzt zur ersten Sitzung übergehen. Hier geht es wieder um den Bericht des hochrangigen Komitees. Und insbesondere wird es um die Umsetzung der Empfehlungen 5a und b gehen. Wir hatten uns im Vorhinein auf einen Ansatz geeinigt, bei dem es zunächst einmal 40 Minuten gibt, die vorgesehen sind für allgemeine Anmerkungen. Und dann möchten wir uns die Architektur und die Empfehlungen etwas mehr im Detail betrachten. Also das wird dann etwa 80 Minuten in Anspruch nehmen. Wenn es Ihnen möglich ist, bitte nutzen Sie das Mikrofon, das für Ihre Stakeholdergruppe vorgesehen ist, egal wo Sie sitzen. Und wir haben hier diese Grafik. Sie sehen, dass wir natürlich manches natürlich schon vorgesehen haben. Das heißt, Sie sehen, wo die entsprechenden Mikrofone sich befinden. Herr Botschafter, vielen Dank, Lehm. Ich möchte erst einmal Herrn Hochschild danken für die Einleitung in unsere Diskussion. Ich möchte Ihnen dafür danken, dass ich heute hier sein darf. Und wie Lynn bereits gesagt hat, bin ich nicht in meiner offiziellen Funktion als Vertreter Brasiliens hier. Ich bin jetzt in Boston stationiert und es ist mir eine große Ehre, heute hier diese Einladung annehmen zu dürfen. Ich hoffe, dass ich einen Beitrag leisten kann, denn ich habe ja viele Jahre lang Erfahrungen mit der Internet-Governance und verwandten Themen im Rahmen des IGF und anderswo gesammelt. Sie haben bereits erwähnt, dass die Arbeitsgruppe
die Zusammenarbeit verstärken möchte. Wir haben also jetzt uns nochmal umkonfiguriert, wenn man so will, also ein bisschen die Arbeitsgruppe umstrukturiert. Und insbesondere eine spezielle Arbeitsgruppe für die verstärkte Zusammenarbeit eingerichtet. Letztendlich haben wir festgestellt, dass die Ergebnisse dann sehr ähnlich waren wie die in der ersten Konfiguration, die von meinem ungarischen Kollegen geleitet wurde. An dieser Stelle möchte ich auch Herrn Häuser gratulieren zur Ernennung. Sie waren wirklich die treibende Kraft hinter vielen dieser Treffen und vieler anderer Debatten zum Thema Internet Governance. Ich bin mir sicher, dass Sie das ganz fantastisch machen werden. Und natürlich haben Sie mit den Fußstapfen von Lynn wirklich einiges an Fußstapfen zu füllen. Aber Sie werden das schon schaffen. Wir möchten unsere Zeit also gut nutzen und Sie dazu einladen, in die Diskussion einzusteigen. Ich muss jetzt sagen, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das schon umgesetzt ist, aber die Idee war eigentlich, dass Sie sich in den Stakeholder-Gruppen, dass Sie sich in Ihren Stakeholder-Gruppen hinsetzen. Das heißt, die Idee war, dass Sie dann auf diese Weise dann auch ein bisschen zirkulieren könnten und dass Sie verschiedene Themen auch aus verschiedenen Perspektiven betrachten könnten. Wenn das jetzt noch nicht geschehen ist, dann kann man das vielleicht noch machen. Für diesen ersten Teil unseres Panels ist es so, dass die Regierungen wohl da sein sitzen sollten, aber anscheinend gibt es auch Regierungsvertreter, die dort hinten sitzen. Wenn, ja, wie gesagt, es geht im ersten Teil um allgemeine Kommentare. Es geht noch nicht um spezielle Empfehlungen. Das ist jetzt Ihre Gelegenheit, ein paar allgemeinere, umfassendere Anmerkungen zu machen in Bezug auf die digitale Zusammenarbeit oder auch die hochrangige Gruppe. Wir kommen dann im zweiten Teil zu den spezielleren Empfehlungen, die dann diskutiert werden. Ich möchte also jetzt an erster Stelle Regierungsvertreter aufrufen, sich zu beteiligen. Seien Sie nicht schüchtern. Nehmen Sie das Mikrofon ganz rechts, dann haben wir die Privatwirtschaft. Auch hier zu meiner Rechten, zu Ihrer Linken. Und dann auf der anderen Seite des Mittelgangs haben wir die Zivilgesellschaft ganz links und dann die Techniker sozusagen. Ich rufe dann die Redner auf in der Reihenfolge, wie sie sich melden. Zunächst einmal die Dame aus der Zivilgesellschaft. Sie haben dann gleich das Wort. Ich möchte Sie noch an eines erinnern. Wenn Sie etwas sagen möchten, dann halten Sie sich sehr kurz, seien Sie prägnant. Ich weiß, dass es manchmal die Versuchung gibt, darüber zu erzählen, was man alles gemacht hat und welche Erfahrungen man gemacht hat. Aber wir haben nicht sehr viel Zeit und deswegen können wir das nicht zulassen. Ich werde da sehr streng sein. Ich habe auch die Anweisungen des Vorsitzenden, das so zu machen. Und wir sollten uns wirklich sehr stark konzentrieren in unseren Äußerungen. Also bitte überschreiten Sie nicht die 2 Minuten, wenn es gar nicht anders geht, 2,5 Minuten. Sie haben das Wort. Können Sie mich hören? Ich bin Meilin Fang. Ich bin von People-Centered Internet und ich habe es gemeinsam mit Vince, einem der Väter des Internets, gemeinsam gegründet. Heute bin ich hier, um jemandem eine Stimme zu geben, der nicht hier ist, Douglas Engelbar. Er war
einer der ersten beiden Personen, er schaffte einen der ersten Knoten des Internets und er wäre begeistert, dafür zu sehen, wie weit es gekommen ist. Er ist 2013 verstorben und er hat immer davon gesprochen, dass es so viele Chancen für Netzwerke von Gemeinschaften geben kann. Und ich glaube, dass das wirklich etwas ist, das damit auch der Vision der Gründerväter Rechnung trägt. Ich wollte nur sagen, dass die Geschichte auf unserer Seite steht, dass die Ideen, die zur Gründung des Internets geführt haben, jetzt in der digitalen Zusammenarbeit umgesetzt werden können. Und Douglas sagte, dass gemeinsame Protokolle einen wichtigen Weg darstellen könnte. Also Netzwerke, in denen Gemeinschaften zusammenarbeiten können, indem sie diese Zusammenarbeit auf eine systematische Basis stellen. Das heißt, soziale Systeme, das wäre die Grundlage der nächsten Generation. Vielen Dank. Thomas Schneider von der Schweizer Regierung, bitte. Vielen Dank, Benedicto. Oh, das Echo hier ist stark. Ich möchte mich zunächst einmal für die Vorstellung des Berichtes bedanken und insbesondere auch die Vorschläge zur Architektur. Wie Sie vielleicht wissen, unterstützt die Schweiz das Format der hochrangigen Gruppe. Wir sind der Ansicht, dass das hoffentlich ein Weg ist, um einige der Unstimmigkeiten und der Uneinigkeiten zu überwinden, die wir noch in diesem Bereich haben. Wir sehen es so, dass der Bericht uns wirklich inspirieren kann und uns leiten kann, wenn wir dann die nächsten Schritte zur Entwicklung der digitalen Zusammenarbeit und des Governance-Systems auf weltweiter Ebene auf die Beine stellen. Wichtig ist, dass in dem Bericht einige der Lücken angesprochen werden, die in der bestehenden Architektur noch bestehen. Zunächst einmal müssen wir uns natürlich ansehen, in welchem Maß wir uns tatsächlich auf die Ergebnisse dieses Berichtes einigen können. Es muss eine Unterstützung für die Stakeholder auch aus kleineren und Schwellenländern geben. Und das gilt nicht nur für Regierungen, sondern auch für andere Stakeholder. Und es ist so, dass nicht unbedingt alle Seiten die gesamte Sache gleich sehen. Das ist etwas, was wir bereits herausgefunden haben und was wir zentral finden. Und als Konsequenz daraus ergibt sich dann, dass man eine gewisse Interdependenz hat zwischen den einzelnen Disziplinen. Und man muss hier in agiler Weise vorgehen. Im nächsten Schritt müssen wir uns dann sehen, inwiefern wir uns auf die Funktionen einigen können, die verbessert werden müssen, um die digitale Governance und Zusammenarbeit zu verbessern. Denn natürlich braucht man zunächst einmal ein umfassendes Bild, in dem wir uns alle wiederfinden können und in dem wir einen inklusiven Multi-Stakeholder-Dialog wie das IGF, aber noch größer organisieren können. Wir müssen also sicherstellen, dass wir wirklich verstehen, von welchen Problemen wir reden. Dann können wir uns mit den Lösungen beschäftigen. In einem weiteren Schritt brauchen wir dann agile politische Netzwerke, die sich dann mit der Lösung der Probleme auseinandersetzen können. Und dann brauchen wir natürlich entsprechende Unterstützungsmechanismen. Es werden in der Empfehlung 5-3 Optionen vorgestellt. Entschuldigung, darüber sprechen wir später. Das ist jetzt nicht der Ort. Vielen Dank. Vielen Dank, Thomas. Ich würde jetzt gerne dem Herrn vorne in der ersten Reihe das Wort erteilen. Sie vertreten die Zivilgesellschaft. Bitte stellen Sie sich kurz vor. Vielen Dank und guten Morgen. Ich bin Andrew Kampling. Ich bin Direktor einer Beratungsfirma für die Politik, aber ich vertrete die Privatwirtschaft. Ich denke, die eröffnenden Bemerkungen waren wirklich hervorragend, aber ich möchte hervorheben, dass es keinen Konsens dafür gibt, dass bestimmte Materialien geblockt werden sollten, wie zum Beispiel Kinderpornografie. Das ist kein Konsens. Und ich war bei einer IETF-Konferenz in Singapur, das war erst letzte Woche, und Bemühungen, Inhalte zu blockieren,
werden von einigen Mitgliedern der technischen Community als extrem schwierig und angesehen, auch wenn es sich um so etwas wie kinderpornografisches Material handelt. Und Standards, bestimmte Standards hätten die unerwünschte Nebenwirkung, dass solche Inhalte weiter und leichter verbreitet werden könnten. Außerdem könnte es in einem zentralisierteren Internet noch leichter für die technischen Firmen sein, noch weiter aus Daten Geld zu generieren und das nur in ihrer kleinen Gruppe zu tun. Leider gibt es sehr wenig Beteiligung von Politikern in Foren wie dem IETF. Und das führt dazu, dass es dann sehr extreme Ansichten oft in diesen Foren gibt, sehr, sehr liberale Ansichten, wie zum Beispiel, dass man die Verbreitung solcher Inhalte nicht blockieren sollte. Wir müssen also hier als die Menschen, die hier sind, uns einbringen in solche Foren. Also bitte, der nächste IETF findet in Vancouver nächstes Jahr statt. Ich möchte die Politiker aufrufen, dorthin zu gehen und eine andere Perspektive aufzuzeigen und etwas den Ansichten der Techniker entgegenzustellen. Würden Sie bitte zum Schluss kommen? Ja, denn wenn das nicht geschieht, dann wird sich auf diese Weise eine Tendenz verstärken, dass Menschen tatsächlich migrieren, um sich vor bestimmten Inhalten zu schützen. Ich möchte jetzt dem Kollegen Macavel tatsächlich das Wort erteilen. Sie sind grundsätzlich ein Vertreter des Vereinigten Königreichs, aber ich vermute, Sie sind in einer anderen Funktion. Ja, richtig. Ja, danke, Benedikt. Vor einem Jahr hätte ich noch drüben gesessen, auf der anderen Seite des Mittelganges, aber jetzt bin ich hier. Ich arbeite juridisch. Ich bin beim Europäischen Dialog für Internet Governance und wir werden die Ergebnisse unsere Konsultationen vorstellen am Donnerstag um 12.30 Uhr. Ich weiß noch nicht, wo diese Präsentation stattfinden wird, aber sobald wir die Raumnummer wissen, werden wir sie ankündigen. Ich würde nur noch einmal darauf hinweisen wollen, dass das tatsächlich eine wichtige Initiative des europäischen IGF war. Und sollten Sie Interesse daran haben, sich den Bericht in physischer Form anzusehen, dann finden Sie eine Zusammenfassung der Antworten der Stakeholders, auch einiger europäischer Regierungen und europäischer Institutionen des Europarates, der Europäischen Kommission und so der Zivilgesellschaft, Vertreter der Zivilgesellschaft, sowie auch einzelner Personen und Firmen, dann finden Sie diesen Bericht ausgedruckt am Eurodic-Stand. Und natürlich können Sie auch auf unserer Webseite eurodic.org darauf zugreifen. Ich möchte natürlich jetzt noch nicht vorgreifen der Präsentation, aber es ist so, dass die europäischen Stakeholder sich sehr für diesen Prozess eingesetzt haben und ihn unterstützen. Und wir freuen uns sehr darauf, die Ergebnisse vorzustellen. Es gab auf Seiten der Stakeholder sehr viel Unterstützung für die Ziele. Und einige Elemente haben sich doch sehr klar herauskristallisiert, gerade auch bei den europäischen Stakeholders. Es gibt eine starke Unterstützung dafür, auf den bereits bestehenden multilateralen Mechanismen aufzubauen, um auf diese Weise die Beiträge der Technik zur nachhaltigen Entwicklung, zum Schutz der Menschenrechte, zum freien Datenfluss und zur freien Meinungsäußerung online einzusetzen. Das heißt, es gibt sehr viel Unterstützung für die allgemeine Stoßrichtung dieses Berichtes. Die Idee ist hier nicht, neue Mechanismen oder neue Prozesse zu schaffen mit den Gefahren von Doppelungen und Konflikten. Es
ist aber so, dass es eine Einigkeit darüber gibt, dass die bestehenden Mechanismen gestärkt und verbessert werden müssen, damit sie den Herausforderungen begegnen können. Also das war etwas, was die Stakeholder sehr klar zum Ausdruck gebracht haben. Ich hätte noch zwei Punkte über Auslassungen. Zum einen war es so, dass der Eindruck entstanden ist, dass der Bericht sich nicht genug mit Klimawandel und Umwelt beschäftigt. Das haben verschiedene Stakeholder angemerkt als eine wirklich schwere Unterlassung. Und vielleicht ist es so, dass man bei der Umsetzung in der Zukunft diesen Aspekt stärker einbauen könnte. Und der zweite Punkt sind die Medien. Die europäischen Rundfunkanstalten haben sehr deutlich gemacht, dass die Rolle der Medien nicht ausreichend berücksichtigt wurde in diesem gesamten Bereich. Also, im Allgemeinen unterstütze ich die Arbeit der UN hier sehr stark, den Vorschlag, einen Gesandten für Technologie zu schaffen. Das ist auf große Zustimmung gestoßen. Ich selbst arbeite schon seit langer Zeit in diesem Bereich und wir wissen, dass wir können uns daran erinnern, dass wir einen sehr guten Sondergesandten für das Internet hatten, Herrn Dessart. Und das war eine wirklich wichtige Benennung im UN-System. Und die europäischen Stakeholder würden sich halt wünschen, dass wir wieder eine solche Ernennung haben, damit tatsächlich die Bemühungen im gesamten UN-System miteinander koordiniert werden können bei der Umsetzung. Das heißt, die europäischen Stakeholder freuen sich sehr auf die Arbeit an den nächsten Schritten, an die Zusammenarbeit im UN-System mit den Kollegen und sie freuen sich auf die Umsetzung. Und wir werden dann noch spezifischere Kommentare abgeben, heute, später und dann natürlich auch am Donnerstag um 12.30 Uhr. Vielen Dank, Marc. Vielen Dank für Ihre Anmerkungen. Sie werden festgestellt haben, dass ich Marc etwas mehr Zeit eingeräumt habe, da er ja tatsächlich über einen regionalen Prozess berichtet hat. Und ich denke, das ist für uns sehr hilfreich. Aber ich werde alle Redner dennoch jetzt noch einmal ermahnen, sich bitte an den Zeitrahmen zu halten. Und ich werde mein Bestes geben, vielleicht nicht zu brutal einzuschreiten, aber ich werde einschreiten, wenn es nötig ist, damit wir unsere Zeit wirklich effizient nutzen können. Maridier, eine Kollegin aus Kuba, Sie haben das Wort. Ein Kollege aus Kuba, Sie haben das Wort. Vielen Dank. Ich möchte über IGF Plus etwas sagen. Das finden Sie auf der Website. Ich möchte jetzt nur eine allgemeine Anmerkung machen. Wir sprechen über digitale Zusammenarbeit und da möchte ich einmal mich mit dem Konzept der Zusammenarbeit beschäftigen. Das Wörterbuch sagt, dass die Kooperation ist die Zusammenarbeit oder die Arbeit mit anderen zur Beförderung eines gemeinsamen Ziels. Das heißt, es kann keine Zusammenarbeit geben, wenn es kein gemeinsames Ziel, auf das alle Parteien hinarbeiten. Das mag jetzt absolut offensichtlich erscheinen, aber die Geschichte zeigt uns, dass viele Versuche der Zusammenarbeit gescheitert sind, weil einige der Parteien mit dem Status quo sehr zufrieden waren und nicht anerkannt haben, dass es Probleme gibt, die die anderen Parteien durchaus gesehen haben. Und das bedeutet, dass der Ausgangspunkt für jede Zusammenarbeit zunächst einmal die Definition eines Zieles sein. Und diese Definition muss auf zwei Ebenen geschehen. Zunächst einmal auf der höchsten politischen Ebene. Hier müssen sich alle Parteien auf ein übergeordnetes Ziel einigen, das erreicht werden soll. Ein hervorragendes Beispiel dafür ist der erste Absatz der Erklärung von Genf zur Informationsgesellschaft. Der erste Absatz davon. Und wenn man sich dann auf der politischen höchsten Ebene auf ein Ziel geeinigt hat, muss man zusätzlich auch noch andere Ziele ausfindig machen, die auf technischer und genauerer Ebene festgesetzt werden müssen. Und dann kann man sich Gedanken darüber machen, wie man das umsetzt. Das wäre mein Beitrag. Vielen herzlichen Dank, Juan. Ich möchte nun der Dame
dort drüben das Wort geben. Können Sie sich bitte kurz vorstellen? Ich werde auf Französisch sprechen, weil ich Französin bin. Ich stamme aus Benin. In diesem Jahr, während der afrikanischen Schule zum Internet, haben wir an diesen Empfehlungen gearbeitet. Meine Frage wäre folgende. Wenn man sich den afrikanischen Kontext ansieht, wo das Vorgängermodell mit der Internet Governance noch nicht wirklich überall in allen Ländern angekommen ist. Glauben Sie dann, dass wir jetzt noch ein weiteres Modell brauchen, wenn das Vorgängermodell noch nicht mal überall wirklich angekommen ist und sich bewährt hat? Vielen Dank. Vielen Dank für Ihre Frage. Ich danke Ihnen. Could you please identify yourself? Yes. It's a gentleman. Oh, I'm sorry. I'm sorry, sir. You have the floor. Yeah. Thank you, sir. This is AASM Bazlur Rahman. I come from Bangladesh Internet Governance Forum and member of the Asia Pacific Internet Governance Forum. My intervention is, I would like to endorse this report, and I would like to congratulate for publishing this report to the public domain. My specific intervention is, where is the action plan? How this report will connect country level? This is my one question. Second question is, how this report will contribute to shaping the future of media? Wird dieser Bericht dazu beitragen, dass tatsächlich das auch genutzt werden kann? Das sind meine zwei Fragen, die ich an dieses Panel richten möchte. Vielen herzlichen Dank. Die beiden Punkte, die genannt wurden, werden, denke ich, in der Diskussion aufgegriffen werden. Ich denke, einige der Beiträge werden sich mit diesen beiden Punkten beschäftigen. Ich wende mich jetzt noch nach links und nach den nächsten zwei Rednern werde ich dann die Rednerliste auch schließen und an Lynn übergeben, damit sie dann den nächsten Teil dieser Sitzung einleiten kann. Auch Raoul Echeverri darf natürlich noch sprechen, aber dann wenn mein Landsmann gesprochen hat, dann werde ich also nach diesen vier Personen die Liste schließen. Sie haben jetzt das Wort. Vielen herzlichen Dank, Herr Botschafter. Mein Name ist Vincent Guyard. Ich vertrete das französische Außenministerium und ich spreche für den Botschafter Henri Rivière für digitale Angelegenheiten und ich werde in Französisch. Wir möchten insbesondere den Vereinten Nationen danken und Sie darin dafür beglückwünschen, dass Sie diese Arbeiten durchführen, insbesondere auch im Rahmen der HLPDC. Das ist eine wirklich wichtige, eine sehr ehrgeizige Arbeit. Und wir glauben, dass die Vorgaben wirklich sehr gut sind und die Ziele gut gesteckt sind. Wie andere Regierungen auch, bedauern wir ein bisschen, dass die Arbeiten ein bisschen zurückstehen mussten und man einen Eindruck gewinnen konnte, dass ein bisschen alles unter dem Schleier der Verschwiegenheit geschieht. Wir wissen nämlich zum jetzigen Zeitpunkt nicht mal, ob wir wirklich an allen Arbeitsgruppen teilnehmen können, in denen wir das gerne möchten, oder ob die Teilnehmerzahl begrenzt sein wird. Frankreich, also mein Ziel ist es jetzt nicht hier, Frankreich eine Art Leadership oder Teamführung hier zuzuschreiben, aber wie Sie wissen, ist Frankreich sehr aktiv im Bereich der Digitalisierung. Wir haben ja auch im Jahr 2018 das IGF in Paris durchgeführt. Und wir würden einfach gerne informiert bleiben über den Fortgang der Arbeiten und nicht den Eindruck haben, dass wir nur so zufällige Einzelteile davon mitgeteilt bekommen. Wir möchten also den exzellenten Ruf dieser Institution nicht gefährden. Wir möchten einen vertrauensvollen und transparenten Arbeitsansatz verfolgen, denn
Vertrauen ist etwas, was immer seltener wird im Internet. Und deswegen müssen wir für mehr Vertrauen sorgen, für mehr Transparenz auch sorgen. Das ist eines der Hauptziele des HLPDC. Und wir möchten, dass einfach für mehr Vertrauen, für mehr Transparenz in den Arbeiten gesorgt wird. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank für Ihren Beitrag. Ich muss sagen, dass eins der Ziele dieser Sitzung eben ist, den Vertretern die Möglichkeit zu geben, genau diese Ziele anzusprechen oder diese Punkte anzusprechen und konkret zu zeigen, dass diese Sitzung sich einreiht quasi in den Prozess für mehr Transparenz. Also tatsächlich werden wir die Möglichkeit haben, hier auch nochmal die Stellungnahme des Generalsekretariats zu hören. Ich möchte nun an den Herrn im Raum übergeben. Bitte können Sie sich kurz vorstellen, sich und Ihre Organisation. Vielen herzlichen Dank, Herr Fusega. Ich bin ein unabhängiger Berater und möchte über IGF Plus sprechen. Ich möchte das jetzt nicht unbedingt bewerben. Ich möchte Ihnen einfach nur vorstellen, was in einigen Monaten Möglichkeit wird. Hier geht es um den Einsatz von Internetstandards, die die Welt sofort sicher machen werden. Das passiert bereits und ich werde kurz darüber sprechen. Am Mittwoch haben Sie die Gelegenheit, um 1 Uhr im Raum 3 mehr darüber zu erfahren. Aber hier geht es wirklich um konzeptuelle Empfehlungen, die wir beim IGF vorstellen möchten. Das heißt, es wird keine Präsentationen geben, sondern es wird wirklich Arbeitsgruppen geben mit konkreten Vorstellungen dazu, wie diese Empfehlungen umgesetzt werden können und wer dazu eingebunden werden muss. Und ausgehend von den Empfehlungen werden Sie feststellen, dass es verschiedene Stakeholdergruppen gibt, die nie vertreten waren beim IGF, die aber da sein müssen, wenn diese Umsetzung wirklich da ist. Das betrifft Bildung, das betrifft Industrie und so weiter. Und ich denke, das ist etwas, was uns wirklich zeigt, dass das IGF-Plus-Modell tatsächlich funktionieren kann. Denn ich persönlich war schon immer überzeugt davon, dass wir all diese klugen Köpfe haben und wir kommen für 4 oder 5 Tage zusammen und dann lassen wir sie einfach wieder weglaufen, sobald das IGF vorbei ist und wir nutzen ihr Potenzial für die Zusammenarbeit nicht. Und wir müssen wirklich diese Türen zwischen den einzelnen separaten Silos öffnen, damit diese Arbeit fortschreiten kann. So, vielen Dank für Ihre Zusammenarbeit. Ich freue mich darauf, Sie am Mittwoch zu sehen. Vielen Dank für den Beitrag. Ich möchte nun an meine Kollegin Ranu Dechubiri übergeben. Ambassador Benedicto, good morning everybody. I would like to comment on the following. I already submitted my own comments in the consultation process. Thank you very much for facilitating that process. I think that we have to see the models that are proposed as not exclusive to each other. I think that the IGF Plus is not just one option, it's a must. And so this is something that we have to do. But in the other two models, there are several pieces that are very, very interesting and could be complementary of the IGF Plus. Und sie könnten komplementär sein für IGF Plus. Also ganz kurz, wir haben ja nicht viel Zeit. Aber ein wichtiger Aspekt ist, dass wir, als wir uns hier im Jahr 2005 den IGF gegründet haben, dann sollte IGF das Herzstück des Internet Governance Systems sein. Und das war damals auch so. Aber wenn wir uns jetzt den Status quo anschauen, ich habe an das gedacht, was Juan Fernandez gesagt hat, dann können wir sagen, dass es eigentlich keinen Status quo im Bereich des Internets gibt. Der ändert sich minütlich quasi. Also den Status quo aufrechterhalten, das ist einfach nicht möglich, denn die Welt ändert sich. Der Kontext hat sich also stark verändert. Es gibt daher hunderte von kleinen, mittleren, großen Foren von Personen, Ländern, Stakeholdergruppen und dort werden die verschiedensten Dinge diskutiert. Daher können wir nicht einfach das eine zentrale Herzstück von etwas sein, sondern wir müssen diese verschiedenen Teilstücke verbinden und IGF Plus ist nicht das zentrale Teilstück des Ökosystems, sondern das Grundlegende des Ökosystems.
Und daher sind all diese verschiedenen Vorschläge hilfreich, um die bestehenden Initiativen zusammenzuführen. Natürlich brauchen wir dafür viele Ressourcen, wenn wir alle Stakeholder unterstützen wollen, auf der angemessenen Ebene, am angemessenen Ort. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Wir kommen jetzt direkt zu Ms. Gatto von ISOC, nicht wahr? Vielen Dank, Herr Botschafter. Ich bin Raquel Gatto. Ich arbeite für die Internet Society, Internetgesellschaft. Wir haben hier auch mitgearbeitet mit Empfehlungen zum Bericht im ganzen Prozess und auch dann im Umsetzungsprozess. Ich möchte nicht sehr lange über den Bericht sprechen, denn Sie können ihn ja alle lesen. Nur ganz kurz, drei kurze Kommentare. Zunächst einmal sind wir dankbar, dass der Bericht anerkennt, dass die digitale Zusammenarbeit und die entsprechenden Mechanismen holistisch sein müssen, ganzheitlich, multidisziplinär, Multistakeholder und wirklich alle zusammenbringen müssen. Wir sind auch der Meinung, dass digitale Zusammenarbeit und ihre Mechanismen verbessert werden können und verbessert werden müssen. Aber Prozesse der Zusammenarbeit sind da immer noch das beste Mittel im Bereich der Technologie. Zweitens, statt neue Mechanismen zu schaffen, das ist zumindest unsere Ansicht, ist es klüger, das IGF zu stärken. Entschuldigung, diese spezifischen Empfehlungen werden wir noch später besprechen. Also bitte halten Sie sich jetzt allgemein. Gut, noch eine Sorge bezüglich der Diskussionen, die jetzt folgen mögen. Wir haben multilaterale und Multistakeholder-Ansätze. Und wenn man beides gleichzeitig machen will, dann besteht das Risiko, dass man einen Kompromiss schließen muss oder verschiedene Kompromisse, die zu Ergebnissen führen, die eben auch ein vielleicht nicht ganz idealer Kompromiss sind. Das sollten wir jederzeit bedenken. Unsere Funktion des IGF sollte auch sein, praktischer zu sein, wirklich greifbarere Ergebnisse zu liefern. Das steht ja auch schon im Bericht. Man könnte also Themen und Schwierigkeiten anschauen und sagen, okay, diese Gruppe werden diese so und so angehen. Da gibt es ja verschiedene Vorbilder schon aus der Vergangenheit, an denen man sich orientieren könnte. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Danke, Raquel. Irgendjemand muss ja das letzte Wort haben. Vielen Dank, dass Sie hier teilgenommen haben. Haben wir vielleicht noch Remote-Teilnehmer und Fragen? Anja? Nein. Gut, dann kommen wir jetzt zum Ende des ersten Teils und ich übergebe an Lynn für den vielleicht noch spannenderen Teil der Gespräche. Na, da bin ich mir nicht so sicher, aber ich denke, ja, es war jetzt ein gutes Warm-up und jetzt gehen wir richtig tief rein. Wir wollen ja wirklich eine konkrete, inhaltsreiche Diskussion hier haben. Das heißt, wenn Sie schon Kommentare eingereicht haben, dann müssen Sie die nicht noch einmal zusammenfassen. Aber wenn Sie wirklich hilfreiche, konkrete Tipps haben, dann wäre das sehr hilfreich für die Diskussion, damit wir wirklich auch etwas herausziehen können, was wir in den nächsten Schritt des Prozesses mitnehmen können. In der nächsten Stunde konzentrieren wir uns auf die Folie, die Sie hier hinten sehen. Es geht um Modelle und um die vier wichtigsten Komponenten des Berichts im Hinblick auf IGF+. Und dann möchten wir zu den Empfehlungen 5a und b kommen. Es geht hier um einen möglichen Gesandten für Technologie und und darum, dass das IGF-Sekretariat dem Generalsekretär direkt untergeordnet sein könnte. So, die Diskussion ist hiermit eröffnet. Auch wenn Sie online mitdiskutieren, dann können Sie das sicherlich gerne tun. Wir haben hier ein Verfahren und es gibt übrigens in der SCAD-App auch eine
eine Umfrage, wo Sie noch weitere Kommentare abgeben können, nicht nur hier in dieser Session, sondern im Laufe der ganzen Woche können Sie über die App etwas beitragen. In dem Prozess hier bei uns, in den regionalen Prozessen und auch im Prozess des Büros des Generalsekretärs konnten wir sehen, dass es sehr viel Unterstützung für EGF Plus gibt. Aber es gab auch Kommentare zu den anderen zwei Vorschlägen, die durchaus hilfreich und sinnvoll waren. Das ist also hier ganz im Geiste des EGF eine offene Diskussion, aber wir möchten dennoch wirklich konkreten Fortschritt hier machen. Das heißt, wir konzentrieren uns hier jetzt spezifisch auf EGF Plus und die vier Komponenten. Ich werde beginnen mit der Moderation und der Botschafter wird dann übernehmen, wenn es um die Empfehlungen 5a und b geht. Die Diskussion ist jetzt hier eröffnet. Sie können hier das Mikrofon benutzen. Bitte stellen Sie sich kurz vor. Vielen Dank. Ich bin Finn Petersen von der dänischen Regierung. Dänemark begrüßt den Bericht des hochrangigen Panels und den starken Fokus auf den Multi-Stakeholder-Ansatz, um digitale Zusammenarbeit zu verstärken. Dänemark unterstützt aktiv diese Multi-Stakeholder-Ansätze in der Zusammenarbeit, um ein offenes, sicheres, freies und vertrauensvolles Internet zu stärken. Dänemark glaubt weiterhin daran, dass die Rolle des EGF und anderer Multi-Stakeholder-Foren so wie ICANN geschützt werden sollte. Wir unterstützen die Initiative, das EGF zu stärken und auch das Modell EGF Plus. Außerdem ist es für uns ganz zentral, die Finanzierung des EGF-Sekretariats zu unterstützen. Wir halten es auch für sinnvoll, dass die Verantwortung für das EGF dem Büro des Generalsekretärs übergeben wird. Und wir unterstützen die Idee eines Gesandten für Technologie. Wir glauben drittens, dass es eine Notwendigkeit gibt für inklusivere Teilhabe am EGF, einschließlich Regierungen und Unternehmen, aber spezifisch auch aus dem globalen Süden. Viertens sollte das EGF weiterhin ein Forum sein, wo neue Themen, die mit dem Internet zusammenhängen, diskutiert werden können. Fünftens, es ist Dänemark wichtig, dass das EGF weiterhin kein Forum mit Entscheidungsgewalt ist. Es besteht aber dringende Notwendigkeit, effizienter zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass es besser umsetzbare Ergebnisse gibt, beispielsweise Best Practices, mehr Diskussionen, die evidenzbasiert ablaufen und bessere Prozesse der Zusammenarbeit, um sich wirklich auf die wichtigsten Themen konzentrieren zu können. Und dann sollten wir schließlich alle enger zusammenarbeiten und verschiedene Silos einreißen zwischen den Communities, den Kontinenten. Und somit der Fragmentierung entgegenwirken, um sicherzustellen, dass das Internet weiterhin ein Allmendegut bleibt. Dänemark freut sich auf den Dialog mit allen Stakeholdergruppen, um eine effiziente Architektur für eine globale digitale Zusammenarbeit schaffen zu können und damit auch ein noch stärkeres EGF, das EGF Plus. Vielen Dank. Danke. Einiges, was wir hier in dieser Session hoffentlich tun werden, ist, dass wir eine neue Definitionsebene finden
Wenn wir zum Beispiel einen Gesandten für Technologie haben wollen, dann müssen wir irgendwann besprechen, was diese Person eigentlich tut, wie sie sich in den Prozess einfügt. Und da könnten Sie sich jetzt bitte schon konkret Gedanken machen. Wir möchten in der nächsten Stunde noch einmal unterstreichen, was wir schon gesagt haben. Aber wenn wir nur wiederholen, was wir schon veröffentlicht haben, dann kommen wir nicht besonders schnell weiter. Also bitte geben Sie uns mal etwas Neues, worüber wir nachdenken können. Danke. Guten Morgen. Jorge Ganzio vom Schweizer Kommunikationsbüro. Ich möchte über das sprechen, was Botschafter Schneider schon angesprochen hat. Sie wissen ja, dass wir an den Diskussionen schon sehr aktiv waren. Wir haben auch Doris Leuthers im Panel stark unterstützt. Und wir sind der Meinung, dass dieses Panel sozusagen drei verschiedene Ideen vorstellt, die aber eigentlich die gleiche Grundlage haben. Denn worum es hier geht, ist Lücken zu füllen. Lücken, die wir schon identifiziert haben in der globalen Internet Governance und der internationalen Zusammenarbeit in diesem Bereich. Diese Lücken hat Thomas ja bereits aufgezeigt. Und wie wir jetzt nun das jeweilige der drei Modelle nennen, ist das eine. Aber das Ziel ist es ja immer, wirklich aktiv zu werden und besser zu werden. Wir haben Diskussionen im IGF, also politische Diskussionen. Und dann möchten wir danach handeln in einem koordinierten Prozess, der es möglich macht, wirklich auf konkrete Herausforderungen zu reagieren. Wir hatten ja in Paris, in Christchurch beispielsweise verschiedene Ergebnisse und dann auch Aufrufe zum Handeln. Und zwar nicht außerhalb des IGF, sondern im Rahmen des IGF. Und dann müssen wir natürlich alle Stakeholdergruppen darin unterstützen, konkret aktiv zu werden, die richtigen Verfahren zu wählen, die richtigen Informationen zu finden. Und das ist eben auch unsere Funktion hier. Das heißt, stärkere Koordination, bessere politische Netzwerke sicherlich auch, um diese Koordination wirklich zu konkreten Ergebnissen zu führen und eine starke Beobachterfunktion. Die Schweiz ist bereit, diesen Prozess zu unterstützen. Im Jahr 2014 haben wir die Plattform von Genf gestartet und diese versucht, verschiedene dieser Werkzeuge wirklich bereitzustellen, für Diplomaten in Genf, aber auch in New York, in Brüssel und der ganzen Welt, für all die Stakeholdergruppen, die interessiert sind an Digitalpolitik. Und hier werden wir sicherlich weiterarbeiten. Bitte entschuldigen Sie, dass ich mein Zeitlimit überschritten habe. Aber es steht ja gerade niemand Schlange und Sie haben um konkrete Vorschläge gebeten. Und hier sind wir bereit, weiterzugehen. Wir sind selbstverständlich auch bereit, weiterhin Beratungsleistungen anzubieten, hoffentlich auch in Genf im Vorlauf des IGF 2020. Vielen Dank, Jorge. Ich möchte jetzt wirklich immer noch mehr Menschen aufrufen, sich zu Wort zu melden. Wir bitten ja schon seit geraumer Zeit um Ihr Input. Wir haben bei jedem IGF solche Sessions. Wir möchten DESA mit einbeziehen. Das haben wir ab 2016 schon gemacht. Wir hatten zum Beispiel die Best Practice Fora. Wir hatten die Schlüsselbotschaften vor 2 Jahren in der Schweiz beim IGF.
Und wir versuchen jetzt auch unsere Berichterstattung wirklich noch weiter zu verbessern. Und was wir brauchen, sind frische Ideen und größere Unterstützung. Und das bedeutet eben Beteiligung. Und wir brauchen natürlich, ehrlich gesagt, auch bessere finanzielle Unterstützung. Es ist ja kein Geheimnis, dass wir 40% unseres Budgets gesichert ist, und das reicht gerade mal für das Personal. Und das blockiert uns, wenn wir nicht genug Geld haben. Wir brauchen stärkere finanzielle Unterstützung und wir brauchen natürlich auch stärkere Beteiligung. So, zumindest haben sich jetzt noch einige Menschen gemeldet, die sprechen wollen. Und bitte auch online, melden Sie sich zu Wort. Tamaya. Vielen Dank, Lynn. Mein Name ist Tamaya Shotu. Ich arbeite für die Internationale Handelskammer. Wir repräsentieren 45 Millionen Unternehmen und wir folgen der Arbeit des Panels seit seiner Gründung. Und wir heißen die Chance willkommen, hier zusammenzuarbeiten mit dem Panel und der Multi-Stakeholder-Gemeinschaft. Dazu gehören natürlich auch die Empfehlungen des Panels. Wir glauben, dass wir ein Governance-Modell brauchen, das diese Kooperationskultur wirklich stärkt. Und das muss immer ein Graswurzelmodell sein und ein Multi-Stakeholder-Modell. Wir glauben, dass das Modell, was Sie hier vorschlagen, da wirklich perfekt geeinigt ist. Das Modell IGF Plus. Wir danken den Institutionen des IGF für die gute Arbeit in den letzten Jahren. Vor allem im Bereich der Kommunikation. Sie kommunizieren wirklich gut, was erreicht wurde. Aber jetzt ist noch mehr Arbeit nötig, um wirklich das Bewusstsein für den IGF zu stärken. Und dafür müssen alle möglichen Ressourcen genutzt werden. In der Vergangenheit hat das IGF davon profitiert, dass es einen Sonderberater für den Generalsekretär gab. Dieser war ein wichtiger Botschafter für das IGF. Und nun sollten wir weiterhin einen geeigneten Kandidaten für eine solche Rolle suchen. Um die Sichtbarkeit des IGF zu steigern, gibt es aber auch noch andere Möglichkeiten. Beispielsweise könnte das IGF direkt in den Verantwortungsbereich des Generalsekretärs überführt werden. Das IGF hat bereits ein riesiges Output, zum einen natürlich Texte, aber auch diese Multi-Stakeholder-Dialoge selbst, die sind sehr gutes Output. Und Politikerinnen und Politiker können sehr, sehr viel lernen von den Diskussionen, die hier geführt werden. Diesen Austausch noch weiter in die Öffentlichkeit zu tragen, könnte auch die Reichweite weiter des IGF stärken. Hier bietet IGF wirklich gute Ideen für die Politik, eben auch indem hier Best Practice geteilt wird. Und diese Informationen, die wir wirklich schätzen, seit 14 Jahren übrigens. Ich möchte außerdem noch weiter unterstützen, was der Kollege aus Dänemark gesagt hat. Wir müssen die finanziellen Grundlagen des IGF stärken, denn das ist ganz zentral, sodass das Forum seine Mechanismen noch weiter ausweiten kann und die Funktionen ausüben kann, die umfassenden Funktionen, die es ausüben sollte. Vielen herzlichen Dank. Es tut mir leid, dass ich meine Zeit überschritten habe, aber ich hoffe, dass wir in der Zukunft gut zusammenarbeiten können, um all dies zu erreichen. Danke, Tamaya. Wolfgang? Vielen Dank. Mein Name ist Wolfgang Kleinwächter. Ich bin Kommissar in der Globalen Kommission zur Stabilität im Cyberraum. Und wie Raoul war ich auch Teil der UN-Arbeitsgruppe zur Internet-Governance, die überhaupt erst auf die Idee kam, vor 15 Jahren dieses Forum zu gründen. Ich erinnere mich an die Diskussion, die wir damals hatten mit den Regierungen.
denn die Regierungen wollten ein Forum mit Entscheidungsgewalt. Und das Argument der Zivilgesellschaft und der Forscherinnen und Forscher war aber, bevor man Entscheidungen trifft, muss man erstmal die Komplexität des Themas verstehen. Und das heißt, vor Entscheidungen braucht man erstmal ein Diskussionsforum. Und das war wirklich der Ausgangspunkt für das EGF. Vor 15 Jahren gab es nur eine kleine Anzahl von Organen, die wirklich Entscheidungsgewalt hatten im Bereich des Internets. Das hat sich jetzt geändert. Mittlerweile haben wir fast 12 zwischenstaatliche Organisationen, die sich mit dem Internet befassen. Wir haben zum Beispiel GGE im Bereich Sicherheit. Dann gibt es Gruppen, die sich mit automatischen Waffensystemen zum Beispiel beschaffen. Wir haben dann die Welthandelsorganisation, wir haben den Menschenrechtsrat, ein Komitee im Menschenrechtsausschuss hat jetzt im Bereich Cyberkriminalität noch eine Arbeitsgruppe geschaffen. Aber es fehlt uns wirklich eine Verbindung zwischen den Diskussionen, die hier stattfinden, und den Entscheidungsgremien. Denn die sitzen nach wie vor in ihren Silos. Und daher bin ich sehr froh über den Vorschlag des IGF Plus und diesen Vorschlag der schnelleren Zusammenarbeit. Denn hier können wir eine bessere Verbindung schaffen zwischen dem IGF als Diskussionsplattform und, wie gesagt, den Entscheidungsplattformen, den verschiedenen zwischenstaatlichen Foren. Warum kann man also nicht denen direkt die Botschaften des IGF zukommen lassen und dann die Vorsitzenden dieser Organe einzuladen, wiederum an den IGF zu berichten? Dann hat man wirklich eine echte Diskussion und wir können die Entscheidungsträger dabei unterstützen, konkrete und gute Schritte zu ergreifen. Ich glaube, das wäre also sozusagen ein Verteilungsmechanismus und dafür ist das IGF Plus sehr gut geeignet. Vielen Dank. Danke, Wolfgang. Wir gehen jetzt immer hin und her. Bitte beschränken Sie sich auf 2,5 Minuten. Wenn das nicht funktioniert, dann müssen wir die Zeit noch kürzen auf 1 Minute oder 1,5, dass alle wirklich sprechen können. Vielen Dank. Ich bin von Open Exchange und ich war auch Teil der Arbeitsgruppe zur Internet Governance vor 15 Jahren, die zum IGF führte. Die Frage jetzt ist natürlich, wir haben dieses Multi-Stakeholder-Model und die Frage ist es erfolgreich? Ehrlich gesagt würde ich sagen, dass es teilweise erfolgreich ist, aber größtenteils leider nicht. Denn was wir uns damals vielleicht zum Anfang nicht vorstellen konnten, was wir jetzt aber sehen, ist, dass es an Regulierung fehlt und das führt dazu, dass einige große Unternehmen wirklich sich ganz stark konzentrieren und Teile des Internets sozusagen übernehmen und Änderungen verabschieden, die nicht in einem Multi-Stakeholder-Setting entschieden werden. Es gibt verschiedene Beispiele dafür, wie große Technologieunternehmen und auch die Community teilweise wirklich Entscheidungen treffen, die dann zu politischen Entscheidungen zwangsweise führen. Die Frage ist, Ihre Vorschläge, gehen die dieses Problem an? Ja, ich denke, sie würden schon etwas verbessern, aber letztendlich befürchte ich, dass man etwas anderes braucht, um wirklich diese sehr, sehr mächtigen Stakeholder zu kontrollieren, wenn man so will, nicht im negativen Sinne, sondern sie wirklich dazu zu zwingen, im öffentlichen Interesse zu halten und nicht in ihrem unternehmerischen Interesse allein. Wenn wir eine europäische Perspektive einnehmen, dann kann man sagen, dass Europa nur durch die Datenschutzgrundverordnung wirklich einen starken Einfluss auf das Internet hat. Wir sind im Bereich Regulierung in Europa nun mal sehr gut. Und ich hoffe, dass wir also aus Europa noch mehr solche Initiativen sehen werden, damit wir Souveränität der Europäer über das Internet erhalten können. Die Herausforderung für das IGF ist jetzt, wie interagieren wir mit Regierungen, wenn die eine stärkere Rolle spielen wollen als in der Vergangenheit.
in der Vergangenheit. Und daher denke ich, ich denke, dass es gut ist, dass das IGF das tut, aber gleichzeitig brauchen wir uns nicht einbilden, dass dadurch Prozesse, die schon begonnen wurden, umgekehrt werden können, notwendigerweise. Vielen Dank. Mark Cavell jetzt für einen Beitrag und ich glaube, dann möchte jemand remote aus Nigeria zugeschaltet werden, direkt nach Mark. Mark, bitte, Sie haben das Wort. Dankeschön, Lynn. Mark Cavell. Ich arbeite ja auch zum Berichten der Stakeholder zu den Fragen nach 5a und b, den Empfehlungen 5a und b. Der Konsens war, dass das IGF-Plus-Modell gut geeignet ist, aber die Frage war immer, wie es sich um mit der Anwendbarkeit des Ansatzes der globalen Allgemeingüter wirklich verhält, wenn wir immer neue Herausforderungen haben im Bereich der Politik. Wir brauchen wirklich also starke Unterstützung für diesen Ansatz der Allgemeingüter. Prinzipiell unterstütze ich das, was Wolfgang gesagt hat, also schnellere Zusammenarbeit. Aber wir sollten durchaus im Kopf behalten, dass damit das IGF sich wegbewegt von seiner traditionellen Rolle als Dialogforum. Und es ist ja ein bewährtes Modell. Dennoch ist es natürlich sinnvoll, es noch zu verbessern. Das heißt, wirklich als Impulsgeber für die Politik, als auch jemand mit einer Übersichtsrolle sozusagen, das ist durchaus eine sinnvolle Rolle für IGF+. Es gibt ja schon viele sinnvolle existierende Mechanismen, daher sagen viele auch, warum sollen wir jetzt noch neue Strukturen schaffen? Ist das keine Duplikation oder schwächt es vielleicht das, was wir erreichen können, vielmehr? Nun, darüber lässt sich sicherlich trefflich nachdenken. Aber ich denke, der Vorschlag 5b ist durchaus geeignet für noch eine holistischere Perspektive, um sicherzustellen, dass Communities, die bislang nicht genug beachtet werden, auch wirklich die Aufmerksamkeit erhalten, die sie verdienen. Vielen Dank. Danke, Marc. Ich glaube, das war sehr hilfreich. Wir schalten uns jetzt zu nach Nigeria, zum Remote Hub, wie wir ihn nennen. Und ich möchte Sie noch einmal erinnern, dass wir nationale und regionale Initiativen haben und auch Jugendinitiativen für den IGF. Ich glaube, es kommen jeden Tag welche dazu. Wir haben jetzt 117 oder 18. Und diese Mechanismen sind wirklich vor Ort Multi-Stakeholder. Sie kennen sich aus. Sie kennen sich auch aus damit, was vor Ort passiert, wie die Bedingungen sind. Bitte denken Sie also vielleicht auch darüber nach, wie wir mit den Initiativen zusammenarbeiten können, die wirklich lokal arbeiten. Wie sieht es aus? Haben wir Nigeria zugeschaltet? Hallo, ich bin Lawrence. Ich arbeite im Privatsektor, spreche aber hier nur für mich. Ich möchte zunächst einmal dem Panel danken für ihre gute Arbeit und vor allem für ihre Konzentration auf kleine Initiativen, und kleine Unternehmen, die auch ihren Beitrag leisten können zu besserer digitaler Zusammenarbeit. Was ich mich frage, ist Folgendes. Wie können kleine Unternehmen auf globaler Ebene koordiniert werden und ihre Bemühungen, um wirklich einen sinnvollen Beitrag zu leisten? Ich weiß, dass es hier um Milliarden geht,
aber ich würde mich darauf zu konzentrieren, wirklich auf regionaler Ebene etwas beizutragen. Das ist besonders wichtig für den globalen Süden auch. Ich glaube, es wäre für Sie auch sinnvoll, sich auf diese Region des globalen Südens zu konzentrieren. Es stimmt durchaus, dass kleine Unternehmen wichtige Beiträge leisten zu können, aber sie sind eben auch alle unterschiedlich. Und was können Sie also konkret in Ihrem Teil der Welt tun? Ich persönlich kann nur sagen, dass ich die Idee des EGF Plus sehr unterstütze. Damit haben wir nach wie vor die Möglichkeit, weiterhin zusammenzuarbeiten in diesem wichtigen Diskussionsprozess. Vielen Dank. Vielen Dank, Lawrence. Das ist sehr wichtig, was Sie gesagt haben im Hinblick auf den lokalen Kontext und wirklich eine Konzentration auf kleine Unternehmen, die wirklich sehr, sehr viel zu sagen haben in diesem Kontext. Wir gehen noch mal hin und her, Raoul. Vielen Dank, Lynn. Ich repräsentiere die niederländische Tech-Community. Und wir schauen auf das EGF-Plus-Modell und haben verschiedene Empfehlungen, die ich noch einmal gerne hier vorstellen möchte, denn sie sind praktisch hilfreich. Ich glaube, eins der wichtigen Ergebnisse, die wirklich aus der EGF-Community auch kommen, ist, dass wir hier jemanden suchen, der wirklich vorangeht und die ganz, ganz wichtigen Themen auf den Tisch legt und dann nicht nur Workshops macht, sondern wirklich zu konkreten Empfehlungen kommt. Denn wir wissen ja, dass alles schwierig ist, das brauchen wir aber nicht immer wiederholen. Es wäre wichtig, dass wir jetzt eine Verbindungsfunktion hier erfüllen zwischen den anderen Internetforen und dieser Organisation hier, um sicherzustellen, dass wir alle und die Expertise von all diesen Gruppen auch wirklich nutzen. Dann sollten wir sicherstellen, dass die Arbeitsgruppen beim EGF selbst zu Lösungen kommen, zu Empfehlungen kommen. Nicht nur so, dass hier vier Menschen auf der Bühne diskutieren, sondern dass wir wirklich konkrete Lösungen vorstellen können am Ende des EGF. Das heißt aber auch, dass wir lösungsorientiert sein müssen, lösungsgeleitet, dass wir wissen müssen, in welche Richtung wir gehen und wen wir brauchen, wessen Expertise wir brauchen, um zu einer Lösung zu kommen, die wir dann aktiv in die Diskussion einbringen können. Und dann lassen Sie uns doch einfach Dinge ausprobieren, ein bisschen kreativ werden. Wie können wir mal die Dinge ganz neu denken und anders machen? Wie können wir alle in der Welt inspirieren, zum EGF zu kommen? Denn man kann sich eigentlich nicht leisten, nicht da zu sein. Und zum Schluss möchte ich noch mal wiederholen, was Lynn gesagt hat. Wenn das EGF so wichtig ist, wie wir sagen, dann lassen Sie doch den Worten Taten folgen oder vielmehr Geld. Denn wenn wir das Budget nicht haben, dann können wir nicht diese ganzen Dinge, die wir uns vorgestellt haben, einfach nicht erreichen. Ich denke, wir müssen wirklich beweisen, was der Mehrwert des EGF ist bis 2025. Das heißt, noch 6-mal treffen wir uns und wir wollen den Fortschritt erreichen, den wir in den letzten 14 Jahren vielleicht noch nicht gemacht haben. Also ich wünsche uns alles Gute dafür. Danke, Lynn. Ich denke, das EGF Plus sollte jedes Jahr konkrete Ergebnisse vorlegen. Best Practices, Prinzipien, allgemeine Richtlinien für die wichtigsten Herausforderungen, vor denen wir stehen. Einige dieser Dinge passieren jetzt schon, aber wir brauchen noch stärkere Bemühungen, um allen Stakeholder-Gruppen darin zu unterstützen, auch wirklich die Diskussionen und den Entscheidungsprozess zu beeinflussen. Das heißt also,
viel mehr Menschen sollten in die Prozesse mit eingebunden werden. Wir haben ja in einigen Bereichen durchaus Einfluss, die können, oder einige Bereiche können wir beeinflussen und andere Dinge passieren einfach. Es gibt eine Gruppe von Regierungen und anderen Stakeholdern, die Privatsphäre-Standards besprechen, beispielsweise Datenschutz, Cybersicherheit, ethische Anwendung verschiedener Technologien, künstliche Intelligenz. Und sie wissen gar nichts vom IGF oder sie nehmen zumindest nicht teil. Ich habe das immer wieder gesehen in meiner Arbeit für andere Gruppen. Ich muss ihnen vom IGF erzählen, weil sie das IGF nicht kennen, aber sie tun Dinge, sie führen Diskussionen, die mit der Entwicklung von Standards zu tun haben. Also sie tun das genau das, was wir hier besprechen. Und ich glaube, hier besteht wirklich eine Lücke, die geschlossen werden sollte. Wir sollten besser die verschiedenen Gruppen koordinieren, die an diesen Themen arbeiten. Und gleichzeitig ist dieser Policy Incubator, wie Sie ihn nennen, wirklich eine sehr, sehr gute Idee. Das heißt wirklich, also wir bieten hier Inspiration für politische Handlungen, aber wir können diesen Menschen nicht sagen, was sie tun müssen. Sie arbeiten schon seit Jahren im politischen Bereich und an konkreter Politik. Das heißt, wir können nur helfen, diese verschiedenen Personengruppen untereinander zu vernetzen, um wirklich sicherzustellen, dass sie eine holistische Perspektive untereinander entwickeln. Das heißt, wir können sicherlich Politikvorschläge machen, aber es ergibt keinen Sinn, das zu tun, wenn wir wissen, dass es ja Menschen gibt, die nichts mit dem IGF zu tun haben und die aber schon in diesem Bereich arbeiten, und zwar seit Jahren. Und es ist daher wichtig, diese zu koordinieren. Vielen herzlichen Dank. Peter Major. Danke, Lynn. Noch einmal zum Thema regionale, nationale IGFs und den entsprechenden Berichten und dem nächsten IGF, ersten IGF in Ungarn. Beim CSCD haben wir über ihren Bericht zur digitalen Zusammenarbeit gesprochen. Es war eine sehr fruchtbare Diskussion, würde ich sagen. Im März war das. Und im März hoffe ich, dass die Mitgliedstaaten zu einem weiteren Konsens im Bereich digitaler Zusammenarbeit kommen. Und dann werden wir für den ECOSOC eine Resolution herausgeben, die das hoffentlich beinhaltet. Wolfgang hat bereits einige Aspekte angesprochen für einen Weg in die Zukunft, die mit dem übereinstimmen, was ich schon mehrmals gesagt habe. Die SDGs sprechen nicht direkt technische Aspekte an, aber bei der UN wird natürlich diese Frage diskutiert in Expertengruppen, die nicht unbedingt sicherlich Entscheidungsgewalt haben, aber sie können zumindest Empfehlungen abgeben. Es gibt also diese Expertengruppen und diese sollten in die Diskussion mit dem IGF Plus eingebunden werden. IGF Plus sollte dementsprechend dann zu Empfehlungen kommen, die in dem hochrangigen Panel besprochen werden und das Ganze kann dann an ECOSOC weitergegeben werden und an die Versammlung. Und schließlich können wir dann zu greifbaren Outputs kommen. Wenn man also den Prozess innerhalb der UN wirklich halten will, dann denke ich, ist das der Weg in die Zukunft. Vielen Dank. So, ich übernehme jetzt für Lynn.
Ich übernehme jetzt für Lynn und es geht weiter mit den Wortmeldungen. Jetzt zur Dame im Mittelgang. Können Sie sich selbst vorstellen und Ihre Organisation? Vielen Dank, Botschafter. Mein Name ist Deborah Brown. Ich gehöre zur Gesellschaft für Kommunikation. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier das richtige Mikrofon habe. Ich spreche für die Zivilgesellschaft. Zuallererst wollen wir uns bedanken für die Arbeit des Panels und auch für den Ansatz, der auf Konsultation basiert. Es gab viele gute Ansätze im Bericht. Diese werden die Kapazität des IGF stärken, seine Funktion zu erfüllen. Aber es gibt noch einige beantwortete Fragen. Einmal geht es um die Finanzierung. Wer finanziert das IGF-Plus-Modell zum Beispiel? Aktuell gibt es ja schon finanzielle Probleme. Und mit diesem robusteren Mandat haben wir das Gefühl, dass es eben mehr Finanzierung geben muss für dieses zusätzliche Mandat. Wir haben auch eine Frage zur Teilnahme, also wie das IGF-Plus-Modell stärkere Einbeziehung der Regierungen oder Zivilgesellschaft stärken wird und wie eben auch die Bedürfnisse besser erfüllt werden können. Und wir versuchen also jetzt zu verstehen, wie das IGF-Plus die Regierung, die Unternehmen besser einbeziehen sollte. Wir haben auch Fragen im Bereich nationale und regionale Initiativen und die Jugend-IGF-Initiativen. Diese haben sich stark ausgebreitet und haben auch die Internet-Governance gestärkt in vielen Teilen der Welt. Und das IGF-Plus-Modell behandelt diese Fragen nicht so wirklich. Also die Teilhabe dieser Initiativen innerhalb des IGF-Plus-Modells. Deshalb unterstützen wir das IGF-Plus-Modell. Wir denken, es ist die beste Art, das IGF fortzusetzen und auch weiter zu diskutieren, wie wir das IGF verbessern oder was uns gefehlt hat im Bericht und was auch von großem Wert sein könnte, ist, also wie der IGF besser angebunden werden kann zu anderen Themen in der UN, zum Beispiel auch Menschenrechte und Wirtschaftsthemen, die auch bei der UN behandelt werden. Aber das passt oft nicht zusammen. Das passiert in Silos und manchmal widersprechen sich diese Arbeiten auch. Also wir glauben wirklich, dass die UN hier wirklich diese vernetzten Themen besser vernetzen muss, um sicherzustellen, dass es einen inklusiveren und vernetzteren Ansatz gibt. Vielen Dank, Deborah. Jetzt werden wir zum letzten Redner gleich übergehen. Ich möchte noch einmal daran erinnern, dass es jetzt Kommentare zu den zwei anderen Formaten geben wird, also die dezentrale Co-Governance-Architektur und auch die digitalen Gemeingüter. Also wenn Sie zu diesen Formaten weitere Kommentare haben, dann wäre das jetzt der Moment, diese zu äußern. Also zum IGF Plus. Da hoffen wir, dass es weitere Kommentare geben wird. Also wir haben viele Kommentare online erhalten. Einige davon waren sehr interessant. Auch zu den Modalitäten, die vorgeschlagen werden. Zum Beispiel gab es einen Kommentar in einer Gruppe. Dass es eine Möglichkeit wäre, die MAG weiter voranzutreiben. Und es gab auch andere Punkte zur Verbesserung dieses Forums, also oder dass eben das so ein bisschen das ist, was auch die Best Practice Foren aktuell tun. Also all diese Elemente, die in diesen Vorschlägen enthalten sind, die können Sie sich ansehen. Ich weiß, dass es eine allgemeine Unterstützung dafür gibt. Ich habe keine negativen Kommentare und Meinungen dazu gesehen, aber wenn Sie welche haben, dann bitte äußern Sie diese. Ich möchte jetzt dem Herrn da drüben das Wort geben. Vielen Dank. Mein Name ist Chris Buckridge. Ich arbeite für eine regionale Initiative und es tut mir leid, wenn ich einige der früheren Punkte wiederholen werde. Also meine Organisation hat auch auf den Bericht des Panels reagiert. Und es ist keine Überraschung für eine nationale Registrierungsbehörde, dass wir
es für uns wichtig ist, dass diese regionalen und nationalen Internet Governance Ereignisse mit einbezogen werden. Ich denke, es gibt mehr 110 Formate aktuell. Also wir sind eine nationale Stelle und deswegen ist es natürlich wichtig, wie verschiedene Interessenträger einbezogen werden, also auch innerhalb der Region, aus der wir kommen. Die Frage ist, wie wir das konkret umsetzen können. Das ist die Frage heute. Und ich habe über das nachgedacht, was Lynn gesagt hat, also über die Arbeit, die bei der Entwicklung des IGF erledigt wurde, also die Best-Practice-Foren und so weiter. Also die Arbeit, die da schon geschafft wurde, diese Arbeit an sich hat sich schon verbessert. Das ist ein bisschen, also es geht weiter voran, aber das wollen wir auch anerkennen. Aber das bringt mich zu folgendem Punkt. Vieles dieses Fortschrittes und diese Einbindung neuer Ideen findet im MAG, also in der Beratungsgruppe, statt. Und das ist ja gut, denn also das passiert innerhalb der Institution des IGF. Wo wir vorsichtig sein müssen, ist Folgendes. Also wenn wir die Institution des IGF stärken und auch die Finanzierung auf eine solidere Grundlage stellen, dann müssen wir sicherstellen, dass wir es auch ein bisschen mehr in die UN-Strukturen integrieren und dass wir die Kontrolle nicht verlieren und auch vielleicht die Struktur des MAG und andere Institutionen. Wir wollen keinen Ansatz, der mehr von oben kommt. Wir wollen eben diesen Aspekt des Multi-Stakeholder-Ansatzes wahren. Das ist vielleicht kein praktischer Vorschlag, aber ich möchte da einfach nur sagen, dass wir da vorsichtig sein müssen und dass wir das im Hinterkopf behalten sollten. Vielen Dank. Jetzt die letzten vier Teilnehmer. Wenn noch jemand sich zu Wort melden möchte, dann sollte er sich jetzt melden, sonst schließen wir die Rednerliste jetzt. Denn wir wollen genug Zeit haben am Ende, damit Herr Hochschild antworten kann und ein paar weitere Informationen zum Prozess geben kann. Das wurde vorher angefragt und wir müssen, wie gesagt, um 12:30 schließen aufgrund der Sicherheitsvorbereitungen für die Eröffnungszeremonie. Ich gebe jetzt das Wort an Paul Blaker. Vielen Dank, mein Name ist Paul Blaker. Ich spreche für die Regierung von Großbritannien. Großbritannien hat sich sehr gefreut über den Bericht und unterstützt viele der Empfehlungen. Ich unterstütze auch die Kommentare meines Kollegen aus Frankreich. Wir glauben, dass es wirklich sehr wichtig ist, also dass die Arbeit nach diesem Bericht sehr wichtig ist und dass da sehr viel Transparenz herrscht und dass das auch inklusiv gestaltet ist und dass alle Interessenträger, die sich beteiligen wollen, auch einbezogen werden. Ich habe jetzt aber ein anderes Thema, das auch wichtig ist für den Bericht. Im September des letzten Jahres hat der UN-Generalsekretär eine Strategie vorgelegt zu neuen Technologien. Und das ist wirklich ein exzellentes Dokument. Wenn die Kollegen hier im Raum es noch nicht gelesen haben, dann empfehle ich das. Das liest sich wirklich sehr gut. Und diese Strategie überlegt, wie eben die UN ein Ort sein kann, wo alle Interessengruppen eingebunden werden, in einem transparenten Prozess, um Technologiethemen zu diskutieren. Und sie spricht auch davon, wie die UN offener werden kann gegenüber neuen Stimmen und neuen Technologien. Das hochrangige Panel ist vielleicht ein Beispiel dafür. Und ich wollte Herrn Hochschild bitten, dass er ein bisschen darüber spricht, wie dieser Bericht umgesetzt wird und wie das die nachfolgende Arbeit innerhalb des Panels beeinflussen wird. Vielen Dank, Paul. Als nächstes haben wir ganz links eine Dame. Vielen Dank an das Panel. Vielen Dank. Ich bin Alan Strickland von Internet Neuseeland. Der Report und die Empfehlungen, der Bericht und die Empfehlungen sind sehr interessant für uns, genauso wie die Diskussionen hier. Was ich vor kurzem gehört habe, auch im Pariser Friedensforum, ist dieses
Multi-Stakeholder-Ansatz und dass dieser Multi-Stakeholder-Ansatz und dieser multilaterale Ansatz miteinander kollidiert. Und da möchte ich pragmatisch über den Prozess in Neuseeland sprechen. Ich denke, da können wir zur Diskussion zu diesen Fragen beitragen, auch zur Diskussion des IGF+. Diesen Mai gab es eben eine Initiative in Christchurch gegen extremistische Inhalte online und die Regierung von Neuseeland und andere Initiativen haben daran gearbeitet. Es war ein wirklich einzigartiger Prozess. Die Regierung war beteiligt und Unternehmen waren auch beteiligt und auch die Zivilgesellschaft und die technische Gemeinschaft. Wenn Sie das nicht kennen, also im März gab es einen terroristischen Anschlag in Neuseeland. 51 Muslime wurden getötet und das wurde live gestreamt und die Inhalte wurden verändert und es gab auch inkoordiniertes Verhalten und wurde, das war noch nie da gewesen. So wurde das Internet noch nie da, verwendet in der Vergangenheit. Und ja, als Antwort darauf hat die Premierministerin, also es gab diesen Reflex, sofort nationale Regelungen zu erlassen. Aber es war klar, dass es internationaler Regelungen bedarf bei solchen Themen und dass Unternehmen und andere Länder und auch die Zivilgesellschaft miteinander sprechen müssen, zusammenarbeiten müssen. Und so ist es dann auch gekommen. Und meine Frage ist, also es geht um diesen Cooperation Accelerator und diesen Policy Incubator. Also ob das eben uns helfen könnte, also wie könnte so etwas eingesetzt werden? Also als es zu diesem Anschlag gab in Neuseeland, da wussten die Leute, wo eben die Ansprechpartner waren. Und also wie geht es um die Personalausstattung und wie können diese neuen Gremien auf solche Dinge reagieren? Jetzt zu dem Herrn im Mittelgang. Vielen Dank. Ich bin Shadberry aus dem Iran. Thanks, IGF Secretariat. Aus der Wissenschaft komme ich. Ich möchte erst einmal dem Panel danken und der deutschen Regierung auch für die Austragung dieses sehr gut organisierten IGF hier in Berlin. Wir haben in den letzten 13 Jahren immer das Gleiche gehört, also seit dem Beginn des IGFs im Jahr 2006. Zum Beispiel solche Erklärungen. Wir unterstützen kein Internet, in dem es Fake News gibt, in dem es Hassrede gibt und Online-Hassrede. Wir wollen kein Internet, das den Ruf der unabhängigen Nationen unterminiert. Wir wollen keinen freien Zugang zu Kinderpornografie, zu Online-Rassismus und zu Missbrauch von Frauen und Xenophobie im Internet. Wir sind dagegen. Kein Internet, das offen ist für Überwachung, Desinformation, Manipulation, Kolonialismus, wo die Menschenrechte unterminiert werden und die Privatsphäre nicht geachtet wird. Wir unterstützen kein Internet, in dem es Cyberattacken gibt, Cyberkriminalität und Rechtsbrüche. Wir wollen nicht, dass das Internet sicher ist für die Kriminellen. Solche Erklärungen haben wir in den letzten Jahren gehört. Wir wollen nicht, dass das existierende Internet-Governance-Modell, also die bestehenden Internet-Governance-Modelle, haben viele Probleme nicht gelöst. Aber viele Probleme wie Monopole konnten wir noch nicht lösen oder auch nicht Missbrauch von Kindern im Internet oder kinderpornografischem Material. Also warum haben wir noch keine Fortschritte da gemacht? Das ist, weil mit den bestehenden Modellen das noch nicht gelungen ist. Wir haben eben das Problem,
große Problem bei der Internet Governance noch nicht gelöst. Und wenn wir das nicht verbessern, dann werden wir die Probleme nicht lösen. Die negativen Trends werden die aktuellen Ansätze werden zu einer Fragmentierung führen. Es wird auch einige Länder werden das Internet nutzen, um ihre politischen Interessen voranzutreiben und auch Cybersanktionen gegen andere Länder zu ergreifen und auch die Reich, die auch Cyber, auch das, es gibt immer, es wird ein stärkeres unreguliertes Deep Web geben, eine Zentralisierung der Macht in großen Plattformen, die die Demokratie unterminieren und eine sehr schwache Zusammenarbeit zwischen den Regierungen, auch bei der Rechtsdurchsetzung im Bereich Cybercrime und Cybertourismus. Unsere Empfehlung, um diese Akkumulation zu lösen und diese Probleme, könnten Sie bitte zum Abschluss kommen? Eine Verbesserung des Multilateralismus bei der Internet Governance, Setzung von Normen und Regeln, um eben das schlechte Verhalten von Plattformen zu regulieren. Mechanismen für die Interaktion zwischen Plattformen, Rechtsdurchsetzung bei Cybercrime-Fällen. Und wir unterstützen vollständig den Aufbau eines neuen, einer neuen Charta für digitales Vertrauen. Wir alle haben einen digitalen Traum, eine neue Vision für das Internet. Unsere Vision ist folgende. Wir hoffen, dass wir durch unsere Anstrengungen unsere Vision erreichen, eine neue demokratische, ethische, transparente, regelbasierte, vertrauensbasierte, inklusive und multilaterale Internet-Governance, bei der sich alle Parteien einbringen können, die der Menschheit dient, dem Frieden, der menschlichen Entwicklung und den öffentlichen Zielen innerhalb des UN-Rahmens. Vielen Dank. I was just told by Vielen Dank. Mir wurde gerade gesagt, dass von meinen Kollegen, dass es immer noch die Möglichkeit gibt, schriftliche Kommentare einzubringen. Ich glaube, das wäre der richtige Weg, um Ihre Kommentare zu adressieren. Jetzt zum letzten Wortbeitrag, dem Herrn zu meiner Linken. Vielen Dank. Vielen Dank. Mein Name ist Nicola Thrimalelli aus Uruguay. Ich bin auch Teil der ISOC. Ich habe einige Empfehlungen zu diesem Bericht. Vor dem IGF haben wir Forschung betrieben zu diesen Themen. Wir haben eine Empfehlung, die sich auf die auf diesen Prozess bezieht, also dass es verschiedene Gremien gibt und dass es einen Multi-Stakeholder-Ansatz gibt. Dieser Ansatz funktioniert sehr gut, um alle Meinungen mit einzubeziehen. Also wir empfehlen, diesen Multi-Stakeholder-Ansatz zu digitalisieren. Ich weiß nicht, ob sich die Leute noch an das NetMondial-Meeting erinnern. Es gab da eine Software, die alle nutzen konnten, dann Paragraphen erstellen konnten und die dann kommentieren konnten. Der Vorschlag ist also, verschiedene Kategorien einzuführen, zum Beispiel Stakeholders, Themen und so weiter. Und dann einen digitalen Prozess zu haben mit verschiedenen Stakeholdern. Und so könnten wir dann eine Lösung finden. Zum Beispiel konnten wir auch so den Entwurfsprozess optimieren. Und so können wir die Ergebnisse der verschiedenen Jahre auch weiter einfließen lassen und nicht Arbeit wiederholen. Vielen Dank. I'm told by Lynn that Vielen Dank. Lynn sagt mir, dass diese gleiche Quelle genutzt wurde zur Vorbereitung dieses Gipfeltreffens. Also wir versuchen, die besten Praktiken, die bewährten Praktiken
einzubeziehen, die von anderen Foren entwickelt wurden. Bevor wir zum Abschluss kommen, möchte ich mich bedanken für die Kommentare und jetzt zu der Co-Moderatorin, die jetzt den letzten Teil dieser Sitzung moderiert. Ich habe drei kleine Kommentare. Zuerst einmal möchte ich noch einmal sagen, dass ich hier nicht im Namen der Regierung von Brasilien spreche. Ich bin hier in meiner Rolle als Person, als Einzelperson, aber wie ich in den letzten 8 Jahren gesagt habe, habe ich diesen Prozess eng verfolgt und habe eben auch mitgearbeitet an einem Dokument zum Weltinformationsgipfel. Und ich war auch Teil des Teams, das das Net Mondial organisiert hat und so weiter. Ich möchte daher einige Kommentare machen, wenn ich darf. Zuallererst sollten Sie Folgendes im Kopf behalten. Also Sie sollten sich anschauen, welche Ergebnisse es gab vom IGF in den letzten 2 Jahren. Ich denke, wir kommen jetzt in eine neue Phase, zum Beispiel IGF Plus. In einigen Dokumenten habe ich gelesen, nichts ist passiert, aber das stimmt doch nicht. Also in Brasilien zum Beispiel haben wir die erste Version dieser Dokument, diese politischen Maßnahmenoptionen vorgelegt. Aber die Idee ist wirklich, so eine Sammlung an Dokumenten zu haben zu diesen Themen. Und das könnte dann auch politischen Entscheidungsträgern helfen und auch Menschen, die im Bereich Vernetzung arbeiten. Und das ist schon eine sehr wertvolle Ressource. Und wenn man sich auch den Input aus den bewährten Praktikenforen anschaut, das war auch sehr hilfreich. Ich war sehr beeindruckt davon, also über die Vorschläge aus den USA. Und Sie haben einige Beispiele genannt, wie Unternehmen vom IGF eben schon profitiert haben, zum Beispiel auch Microsoft. Es gab sehr konkrete Beispiele von den Diskussionen. Wir sollten wirklich stolz sein darauf, was wir schon geleistet haben. Es gibt immer Raum für Verbesserungen, zum Beispiel noch sichtbarer zu werden durch das IGF Plus und auch die Unterstützung des UN-Generalsekretärs zu haben. Auch das ist wichtig, aber wir sollten unsere Arbeit jetzt nicht schlecht machen, die wir in der Vergangenheit geleistet haben. Jetzt zur Finanzierungsgrundlage. Zur nachhaltigen Finanzierung. Es wurde wiederholt gesagt, dass wir mehr Finanzierung brauchen und ich kann da nur zustimmen. Ich bin ein Diplomat und war schon länger bei der UN und ich denke, es ist unrealistisch zu denken, dass die UN mehr Gelder zur Verfügung stellt, denn die UN ist jetzt keine. Also die UN macht das, was die Mitgliedstaaten wollen und entscheiden. Ich war in einem der Ausschüsse und eine unserer Befürchtungen ist, wie wir hatten immer etwas Angst, also als es immer um die Budgetimplikationen ging und wir dachten immer schon, wir können das jetzt alles nicht durchsetzen, denn irgendein Ausschuss muss das entscheiden und es gibt vielleicht kein Budget dafür. Es gibt also einen großen Druck auf die UN insgesamt, nicht nur in Bezug auf die Entwicklungsthemen, sondern auch Friedensoperationen und so weiter. Also es gibt da eine große Liste von Themen, die die UN finanziell unterstützen muss. Und natürlich müssen sich die Länder da einbringen, das ist ganz entscheidend. Und viele der Länder sind hier gar nicht hier, also nicht alle, also es ist nicht realistisch zu denken, dass die UN die Entscheidung trifft, mehr Finanzierung zur Verfügung zu stellen. Also die Entscheidung, die Unterstützung des UN-Generalsekretärs ist sehr wichtig. Also wir brauchen die Unterstützung von ihm, aber letzten Endes müssen die Mitgliedstaaten entscheiden, was mit dem IGF passiert. Also ich konnte das jetzt vorher nicht sagen, aber ich habe meinen Nachfolger gebeten, das nicht in den Bericht einfließen zu lassen, denn ich spreche hier wirklich als Privatperson und bin jetzt vielleicht ein bisschen zu offen. Aber jetzt zur soliden Finanzierung. Die Regierungen, also da geht es natürlich nicht darum, Geld zu verdienen, aber andere Leute in dem Raum, bei denen geht es um Geld, um das Geld verdienen.
Und ja, also wir sollten wirklich unseren Worten Taten folgen lassen. Und wir sollten auch berücksichtigen, dass einige mehr Ressourcen haben als andere. Und wenn Sie diesen Prozess unterstützen können, sollten Sie eben Ressourcen zur Verfügung stellen und können auch vielleicht Ressourcen zur Verfügung stellen, die Regierungen nicht zur Verfügung stellen können. Ich glaube also wirklich an das, was wir hier tun. Ich denke, es ist wertvoll. Und ich glaube, jeder sollte seinen Beitrag leisten. Es ist nicht realistisch zu glauben, dass die Zivilgesellschaft etwas beitragen kann, aber ja, vielleicht die Privatwirtschaft und die Regierungen. Und jetzt zum finalen Punkt. Ich habe jetzt schon vielleicht etwas zu lang gesprochen als Co-Moderator und nutze meine Position hier vielleicht etwas aus, aber ich war Teil von Net Mondial und auch in vielen Foren zu den nachhaltigen Entwicklungszielen aktiv. So, meine Gedanken zu den Problemen im IGF sind folgende. So, wir müssen sicherstellen, dass die Ergebnisse wirklich wertvoll sind, auch für die Menschen, die nicht hier im Raum sind. Und ja, natürlich auch die Regierungen bringen sich ja hier ein. Also, als wir Net Mondial vorbereitet haben, haben wir versucht, die Kultur zu achten und auch die Bedürfnisse der einzelnen Stakeholder-Gruppen. Wir wollten den Gruppen es ermöglichen, ihre eigenen Vertreter auszuwählen. Das können die Gruppen selbstständig tun. Und das können wir nicht bei den Regierungen machen, denn wenn wir das getan hätten, dann... Denn wir brauchen sehr viel Zeit, um ja, durch die Gruppen durchzugehen. Also mein Punkt ist folgender. Vielleicht haben wir einen Fehler gemacht, nämlich dass am Ende von Net Mondial wir nicht noch einmal zurückgegangen sind und die Gruppen zu den Ergebnissen von Net Mondial befragt haben. Denn am Ende des Net Mondial haben einige große Länder sich gemeldet und gesagt, wir sind gegen die Ergebnisse von Net Mondial, wir unterstützen sie nicht. Und selbst innerhalb von anderen Stakeholder-Gruppen gab es einige Zweifel. Obwohl Net Mondial ein einzigartiges Forum war und gute Ergebnisse geleistet hat. Wenn ich daran zurückdenke, wenn wir wirklich die Ergebnisse von Net Mondial genutzt hätten und sie in den UN-Prozess eingegeben hätten, dann hätten wir davon profitieren können. Wir hätten dann zum Beispiel einen weiteren Ausschuss gründen können, um diese Ergebnisse zu diskutieren. Und so hätten wir mehr Unterstützung bekommen können. Natürlich, das finale Dokument wird etwas anders sein. Aber ich denke, die Inhalte, und ich habe mit Leuten gesprochen, die bei Net Mondial waren, die Inhalte waren eigentlich gut. Und ich denke, alle Stakeholder-Gruppen sollten sich das ansehen. Denn vielleicht gibt es eine letzte Runde zur Verbesserung des Dokuments, also auf Grundlage der Beiträge. Und das wäre eine gute Grundlage für das Weltforum. Also wenn ich jetzt Vorschläge sehe, dass das IGF plus normative Arbeit leisten sollte, das ist unrealistisch zu denken, dass alles, was aus diesem Kontext kommt, jetzt von den Regierungen aufgegriffen wird und dass es keine andere Arbeit gibt in diesem Bereich. Und aus meiner Perspektive sage ich, es ist vielleicht besser, es durch den zweiten Ausschuss zu schicken. Und sie werden überrascht sein, denn da können wirklich gute Dinge aus diesen Prozessen generiert werden. Und der UN-Generalsekretär unterstützt das ja auch. Und es gibt auch viele Länder hier im Raum, die wirklich das vorantreiben würden. Also ich lasse das jetzt einfach mal als meinen persönlichen Kommentar für diese Diskussion. Es tut mir leid, dass ich so lange gebraucht habe. Learnings. I think what we'll do. Ich denke, an dieser Stelle sollten wir
zu den Schlussbemerkungen übergeben. Und da werden wir so zwei Redner jetzt haben und ich werde dann noch ein paar ganz abschließende Worte sagen. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, Ihnen für Ihre unglaubliche Geduld zu danken und dafür, dass Sie so inhaltsreiche und nützliche Kommentare mit uns mitgeteilt haben. Wir haben sehr aufmerksam mitgeschrieben und wir werden unser Bestes tun, diese Kommentare dann auch in den Follow-up-Prozess einzubauen. Ich war etwas schockiert von einem der frühen Kommentare, als es hieß, das ist IETF, also eine Stakeholder-Gruppe, wo es diese Behauptung gab, dass das IETF eine Stakeholder-Gruppe sei, die kinderpornografisches Material im Internet haben wolle. Und das ist natürlich eine sehr extreme libertäre Ansicht dazu. Und wenn so etwas tatsächlich sich durchsetzen kann, dann ist es auch nicht mehr überraschend, wenn Länder auch bestimmte Cybermauern aufbauen werden. Denn das ist eine Ansicht, die kaum jemand teilt, dass diese Ansicht, dass das Internet ein Gerät ist, das solche Ansichten verbreitet, dann wird es immer mehr Mauern geben. Und ich persönlich habe wirklich bin skeptisch über solche libertären Konzepte. Aber wenn solche Dinge weiter sich durchsetzen, dann wird es zu einer weiteren Fragmentierung des Internets führen. Das heißt, ich denke, es muss bessere Anstrengungen dazu geben, das Allgemeingut zu schützen, wenn man auch die globale Natur des Internets beibehalten möchte. Ich glaube, dass die Mitgliedstaaten Afrika nicht unbedingt an neuen Modellen interessiert sind, sondern dass es eher darum geht, internationale Zusammenarbeit zu schaffen, um bessere Infrastrukturen zu schaffen. Ob nun an der Oberfläche oder im Untergrund sozusagen, um einfach den Zugang zum Internet erstmal zu gewährleisten. Und ich glaube, da besteht wirklich große Dinglichkeit. Es ist aber auch notwendig, dass wir politische Unterstützung anbieten. Und insbesondere da, wo wir über das Modell des Helpdesks gesprochen haben, Helpdesks in den Regionen. Support. Ich möchte dem Schweizer Delegierten und auch dem Dänen Wolfgang Raoul dafür danken, für die guten Beiträge dazu, wie man das IGF Plus affektiv machen kann. Ich glaube, dass die Idee, dass das IGF als eine Art Bindegewebe zwischen den fragmentierten Bemühungen in den Vereinten Nationen dienen kann, ist wirklich ein gutes Modell. Aber ich teile auch die Ansicht, dass mehr Ressourcen erforderlich sind. Und das wurde ja auch von vielen geäußert. Wie der Botschafter gesagt hat, ist es so, dass die Ressourcenlage bei den Vereinten Nationen nicht ideal ist. Aber viele Länder haben ihre Unterstützung für IGF Plus bereits kundgetan. Und wenn Sie Ihre Ressourcen tatsächlich auch entsprechend Ihrer Überzeugung einbringen und wenn es auch Ressourcen aus der Privatwirtschaft gibt, dann wäre das doch sehr gut. Und ich glaube, die Idee, die Raoul und in gewisser Weise auch der Botschafter ausgesprochen haben, nämlich die Idee, dass das IGF nicht nur ein Debattierclub sein soll, sondern auch ein Ort, wo Standards wirklich vorgestellt werden, wo auch mögliche normativen Regularien erörtert und eingeführt werden könnten, ist das doch ein gutes Modell, was man weiter erörtern wollte. Wenn ich jetzt auf die möchte dem französischen Kollegen antworten. Ich glaube, da besteht ein Missverständnis. Es geht überhaupt nicht darum, hier nicht transparent zu arbeiten, wenn es um die Nachverfolgung der Arbeiten geht. Ich stehe Ihnen voll und ganz zur Verfügung, auch für Ihre Delegation in New York. Ich antworte auf alle Fragen. Ich bin auch jetzt hier zu Ihrer Verfügung, um auf all Ihre Fragen zu antworten. Und alles, was das Monitoring angeht. Wenn wir die
die Zusammensetzung der Roundtables für das Monitoring-Verfahren noch nicht veröffentlicht haben, dann liegt es nur daran, dass wir noch immer uns im Diskussionsprozess befinden mit den betroffenen Akteuren. Wir unterstützen die Vorschläge natürlich für die Zusammensetzung und versuchen hier auch die Reaktionen einzubinden, die wir bekommen haben im Zuge der Veröffentlichung des Berichts. Also auf Grundlage von Initiativen der verschiedenen Arbeitsgruppen wollen wir hier vorgehen. Auch die Briten haben denselben Kommentar hervorgebracht wegen der angeblichen fehlenden Transparenz der Arbeit. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal hervorheben, dass ich sehr gerne mir am Freitagmorgen die Zeit nehmen werde, insbesondere für die französischen und britischen Delegationen und jeden anderen auch, der uns beiwohnen möchte, um sie im Detail über die Zusammensetzung dieser Gruppen aufzuklären. Ich kann Ihnen dafür stundenlang langweilige Vorträge darüber halten, wie wir diese Zusammensetzung tatsächlich bestimmt haben, nach welchen Mechanismen. Wenn jetzt noch nicht jeder einzelne Schritt dieser Zusammensetzung im Detail bekannt gemacht wurde, dann hat das damit zu tun, dass es einfach, dass wir pfleglich mit Ihrer Zeit umgeben wollten. Aber wir stehen Ihnen immer für Ihre Fragen zur Verfügung und auch allen anderen. Selbstverständlich würden wir uns freuen, wenn das Vereinigte Königreich und Frankreich uns aktiv unterstützen würden und wenn sie sich auch mit einer aktiven Rolle in das Follow-up für das High-Level-Panel einbringen würden. Wir brauchen diese Unterstützung und wir danken auch den vielen anderen Ländern, die bereits ihre Unterstützung zugesagt haben. Was jetzt die regionalen Helpdesks, diese Unterstützungsstrukturen angeht, ist es so, dass wir natürlich nicht Arbeiten doppeln wollen, die bereits existieren, sondern dass wir darauf aufbauen möchten. Ich glaube, etwa die Hälfte der Menschheit ist jetzt ans Internet angeschlossen. Und das stimmt zwar für die Menschheit an sich, aber bei den Frauen ist die Zahl tatsächlich 10% niedriger und was noch alarmierender ist, sie sinkt. Und das ist im heutigen Zeitalter wirklich alarmierend. Ich glaube, dass niemand widersprechen wird, wenn ich sage, dass die zweite Hälfte an das Internet anzuschließen deutlich schwieriger sein wird, als es bei der ersten Hälfte war. Bei der ersten Hälfte haben wir natürlich die erreicht, bei denen es wirtschaftlich eben auch Profit abwarf. Das heißt insbesondere in den westlichen Ländern. Es gibt aber 47% der Länder, wo die Verbindungsrate bei unter 20% liegt. Und wenn man sich die Kosten und die Zeit ansieht, die es dauern wird, in Anspruch nehmen wird, um die zweite Hälfte der Menschheit an das Internet anzuschließen, dann liegen die niedrigsten Schätzungen bei etwa 450 Milliarden Dollar. Und die niedrigste Zeitschätzung liegt bei 15 bis 20 Jahren. Ja, so können wir das machen. Das ist jetzt wenn wir in der bisherigen Geschwindigkeit weitermachen. Dann haben wir aber eine noch größere digitale Kluft und noch mehr Ungleichheit mit allen Konsequenzen. Alternativ können wir auch unsere Initiativen vergrößern, sie besser koordinieren und dafür sorgen, dass wir schneller vorangehen, so wie das im Bericht auch vorgeschlagen wird, sodass wir in 10 Jahren die volle Penetration des Internets erreichen. Und das ist, glaube ich, der Geist, in dem auch die Empfehlungen verfasst wurden. Die abschließende Frage aus dem Vereinigten Königreich zur Strategie zu neuen Technologien. Nun erst einmal vielen Dank für Ihre freundlichen Worte. Das war eigentlich jetzt eher als eine interne Strategie gedacht, aber da wir ja für Transparenz stehen, haben wir sie veröffentlicht. Sie beruht auf einer Reihe von Säulen und insbesondere ist es so, dass die Vereinten Nationen selber
technisch dazulernen. Wir verstehen die technischen Auswirkungen auf unser Mandat, auf unser Mandat, unsere Aufgaben. Was bedeutet Technologie für Frieden, für Sicherheit, für Entwicklung? Inwieweit verändern sich unsere traditionellen Aufgaben? Dann die Frage der Bildung. Wie können wir neue Technologien auch in unserer eigenen Arbeit besser verwenden? Und der Generalsekretär hat alle sechs Monate oder so Innovationsumfragen innerhalb des UN-Systems durchführen lassen, um festzustellen, wie schnell oder langsam verschiedene Bereiche der UN-Technologien annehmen, um auf diese Weise dann auch ihre Arbeit besser machen zu können. Und die Ergebnisse waren sehr ungleich. Sie haben aber gezeigt, dass tatsächlich das Thema auf die Tagesordnung gehört und dass es in allen Bereichen der UN auf die Tagesordnung gehört. Jeder muss darüber nachdenken, wie tatsächlich neue Technologien, digitale Technologien und auch nicht digitale neue Technologien die Arbeit verbessern können. Dann gibt es einen zweiten Strang der neuen Initiative. Hier geht es um die Förderung der internationalen Kooperation. Und natürlich ist es so, dass das hochrangige Panel da eine ganz wichtige Rolle darin spielt, wie auch der Nachfolgeprozess. Es gibt aber auch noch viele weitere Arbeiten, zum Beispiel auf normativer Ebene. Auch das wird im Bericht genannt. Und ich möchte an dieser Stelle betonen, dass der erste Ausschuss, der sich mit der Entwaffnung beschäftigt, mit der Abrüstung beschäftigt, dass hier nationaler Frieden und Sicherheit in der eine wichtige Rolle spielt. Hier gibt es einmal eine offene Arbeitsgruppe und dann gibt es ein Expertengremium, das schon seit einigen Jahren besteht und auch in der Folge weiterer solcher Expertengruppen besteht. Und auch hier wird betrachtet, inwiefern IKT genutzt werden kann für die entsprechenden Ziele. Also das bedeutet, dass wir sowohl auf der Kooperationsseite wie auch auf der normativen Seite eine große Zahl von Initiativen vorgelegt hat. Abschließend war noch eine der Empfehlungen, dass wir die Mitgliedstaaten stärker unterstützen sollten, dass wir sie dort leiten sollten, wo sie dies wünschen, bezüglich der Auswirkungen von neuen Technologien auf politische und menschenrechtliche und Entwicklungsprozesse und gesellschaftliche Prozesse. Wo immer gewünscht, können wir natürlich da auch Unterstützung leisten. Und ich glaube, dass verschiedene Gremien innerhalb der UN, wie zum Beispiel die ITU und andere, das natürlich schon sehr lange als Teil ihres Mandats verstanden haben. Aber andere Organisationen innerhalb der Vereinten Nationen bauen jetzt auch entsprechende Kapazitäten auf, um die Mitgliedstaaten unterstützen zu können. Insgesamt, denke ich, haben wir die Initiative recht erfolgreich umgesetzt. Wir arbeiten gerade an einer neuen Version. Da werden neue Aufgaben oder noch weiter bestehende Aufgaben hervorgehoben. Und hier geht es vor allem darum, wie die Vereinten Nationen tatsächlich in eine Lage versetzt werden können, neue Technologien besser zu verstehen und Menschen und Länder zu unterstützen, die unsere Unterstützung benötigen, die Unterstützung bei den großen Veränderungen, die mit diesen Technologien einhergehen. Und natürlich möchten wir die bestmögliche Unterstützung leisten. Ich möchte Ihnen noch einmal für Ihre sehr inhaltsreichen Kommentare und auch Ihre Geduld mit meinen vielen Worten danken. Vielen Dank. Daniela, Sie haben das Wort. Vielen herzlichen Dank. Ich halte mich kurz, damit wir dann pünktlich schließen können, denn dieser Raum wird dann für die Eröffnungszeremonie vorbereitet. Ich möchte mich bei Ihnen allen für Ihre Kommentare und Ideen bedanken. Ich habe sehr viel gelernt, ich habe mitgeschrieben und insbesondere mochte ich dieses Bild als vom IGF als der Grundlage einer zukünftigen Internet-Governance. Darauf sollten wir aufbauen. Wir haben viele Kommentare gehört, die Idee eines IGF Plus unterstützen und vielleicht sollten wir dieses neue Haus auf dem IGF aufbauen. Die Details sollten wir dann in den nächsten Wochen und Monaten besprechen.
Ich habe auch den Aufruf nach stärkerer politischer Beteiligung und technischen Diskussionen aufgegriffen. Ich nehme das mit nach Hause, denn ich stimme Fabrizio Hochschild zu, dass es keine Frage geben kann, dass die Rechtsstaatlichkeit auch im Internet gilt und auch und zwar genauso wie in der nicht digitalen Welt. Und das muss sichergestellt werden. Dann gab es viele Aufrufe für die Stärkung der finanziellen Ressourcen und ich freue mich, dass Bundesminister Altmaier gestern bereits zugesagt hat, dass Deutschland das IGF mit 1 Million Dollar unterstützen wird und ich hoffe, dass andere diesem Beispiel folgen werden. Kommen wir zu Wolfgang Kleinmächter zurück. Er sagte, man muss die Lücke zwischen dem IGF und den Entscheidungsgremien schließen. Da hat er völlig recht, finde ich. Und wir müssen uns fragen, wie wir wirklich greifbarere Ergebnisse erreichen können, insbesondere auch auf UN-Ebene. Und ich denke, dass diese Lücke sollte gefüllt werden. Dann gab es den Aufruf nach mehr Teilhabe und einer größeren Beteiligung. Und ich glaube, das gilt auch insbesondere zwischen den einzelnen IGF-Sitzungen. Deutschland wurde als Champion benannt. Ich würde eher sagen, wir sind eine Art Moderator für den Rundtischprozess nach dem IGF. Und ich kann daher nur noch einmal wiederholen, wir werden uns um größtmögliche Inklusivität bemühen. Also kommen Sie, sprechen Sie uns an, wenn Sie mitmachen möchten und selbstverständlich wird das ermöglicht werden. Vielen Dank, Daniela. Ich habe auch noch ein paar Kommentare und dann muss ich mich noch bedanken. Aber zunächst einmal habe ich eine Ankündigung zu machen. Ich habe die Arbeiten in der IETF schon seit Jahren tatsächlich verfolgt und es ging darum, dass man nicht Politik in technische Form gießen soll, insbesondere wenn die Politiker dann die Technik gar nichts verstehen. Das heißt also, ich möchte jetzt einfach nur sagen, bitte informieren Sie sich. Es ging um Grenzen. Die IETF ist kein politisches Gremium und sie hat sich immer darum bemüht, davor zurückzuschrecken, politische Entscheidungen in Technologie zu gießen. Und ich glaube, das ist jetzt, glaube ich, in der Debatte um Kinderpornografie und so weiter wichtig zu wissen. Ich möchte mich bei Ihnen allen für Ihre Beteiligung bedanken, auch online, auch natürlich bei den Panelisten. Und natürlich ging es im IGF immer um Entwicklungen und darum, auf Bedürfnisse einzugehen. Und es gab viele Veränderungen in den letzten Jahren. Und allein in diesem Jahr hat sich viel getan mit der Unterstützung der deutschen Regierung. Wir haben seit Jahren uns bemüht um eine verstärkte Beteiligung der Privatwirtschaft, der Regierungen und anderer Teilnehmer. Und Deutschland hat hier wirklich viel geleistet. Wir haben die Bundestagsabgeordneten, die sich eingebracht haben. Wir hatten dann die hochrangigen Treffen, wir hatten Parlamentariertreffen, wir hatten die Fonds oder die Förderung für die Beteiligung auch von Delegierten aus Entwicklungsländern. Im letzten Jahr wurden sehr viele Anstrengungen unternommen, um sich mehr auch auf Themen wie Geschlechtergerechtigkeit und Politik zu konzentrieren. Es sollte auch besser berichtet werden. Dann gab es 3 wirklich physische, 2-stündige Treffen, und zwar also 3 verschiedene regelmäßige Treffen, die 2-wöchig seit Dezember stattgefunden haben in Vorbereitung hier für diese Sitzung. Das heißt also zusätzlich zu IGF Plus und dieser Diskussion über eine neue Stiftung oder neue Begründung ist es so, dass wir natürlich eine stärkere Beteiligung benötigen. Ich kenne jetzt die exakten Zahlen nicht, auch die Zusagen, der finanziellen Zusagen, aber das Sekretariat hat wahrscheinlich nicht viel mehr als 1 Million an Haushalt und das ist nicht nur für das Sekretariat selbst, sondern da sind auch zum Beispiel die Reisekosten von Delegierten aus Entwicklungsländern mit eingeschlossen. Stellen Sie sich das einmal vor, das ist nicht besonders viel. Und das heißt, dass wir jetzt, wir möchten nicht klingen wie eine kaputte Schallplatte und immer nur über Finanzen reden, aber die Sache ist, wir haben all diese Treffen
Und das ist nicht möglich, wenn wir nicht zusätzliche Unterstützung haben, insbesondere für den Trust, für den Fonds, der diese Reisen und das Sekretariat möglich macht. Und wir hatten das Glück, dass diesmal tatsächlich zusätzliche Finanzen, dass wir eine Finanzspritze bekommen haben. Ohne die wäre das hier alles nicht möglich gewesen, zumindest was jetzt die Berichtspflichten und die Online-Aktivitäten angeht. An dieser Stelle möchte ich noch einmal den Dolmetschern danken, den Untertitlern, auch den Berichterstattern. Wir werden in den nächsten 24 Stunden bestimmt Berichte vorlegen und dann wird es auch in der nächsten Woche dann einen etwas umfangreicheren Bericht geben. Ich denke, dass auch die neue MAG bereits jetzt hier schon sehr gut zuhört und so dass dann auch die Bemühungen zur Verbesserung der digitalen Kooperation weitergeführt werden. Also wenn Sie noch irgendwelche Gedanken oder Kommentare haben, schreiben Sie uns und vielen Dank. Wir müssen jetzt sehr schnell den Saal räumen, damit die entsprechenden Vorbereitungen für die Eröffnungszeremonie beginnen können. Sowieso ist es bestimmt eine gute Idee, jetzt zum Mittagessen zu schreiten. Vielen herzlichen Dank. Er sieht mich, er weiß, dass ich mir eins hole. Noch mehr auf der Bühne oder hast du alle? Nein, da ist nicht alles runter, da ist es nicht. Ich habe noch ein Mikrofon geholt und ich mache jetzt noch irgendwas. Ich weiß wohl auch Bescheid. Ladies and gentlemen, would you please get this room clear for the next event as soon as possible? Thank you very much.